Das ist unser Problem im Umgang mit der ganzen Schöpfung. Keine Zeit kennt die Einzelteile unserer Welt besser als unsere. Und wir werden immer noch besser. Und wir kennen die letzten Kleinigkeiten, wie das so oder so ist. Aber wir kriegen das Bild nicht mehr zusammen. Also die Welt hat das ein bisschen falsch geschrieben. Ich bin der Chef von 600 Millionen Päpsten. Ja? Also okay, das war jetzt ein Witz. Ja. Und da, glaube ich, ist vielen nicht bewusst, wie die weltweite evangelische Allianz von anderen wahrgenommen wird. Mhm. Nämlich schlicht und einfach als die zweitgrößte Religionsgemeinschaft der Welt. Und da sage ich mir, jetzt schlafen auch Millionen Evangelikaler in ganz Europa besser, ohne zu wissen, dass das passiert ist. Und wenn sie es gewusst hätten, wären sie wahrscheinlich noch dagegen gewesen. Und das beinhaltet, wir sind kein Verein, der eine Marke verkauft namens Evangelikal. Das heißt, sollte der Begriff weiter derartig missverstanden werden und abgegriffen werden, gehört er aus dem Fenster geschmissen. Und damit willkommen zu Idealisten, dem Podcast der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Ich bin Daniel Höhli und ich weiß, ich bin schon spät dran und ihr wartet alle schon sehnsüchtig auf die nächste Folge. Dass die etwas länger hat auf sich warten lassen, hatte seinen Grund. Professor Thomas Schirmacher. Der vierfach promovierte Herr Schirmacher und kurze Antworten, das sind zwei Pole, die sich gegenseitig ausschließen. Als ich um 1 Uhr nachts wieder zu Hause war, da war ich erstmal richtig platt. Nach 9 Stunden Gespräch in Bonn, davon über die Hälfte im Podcast, habe ich tatsächlich eine Weile gebraucht, um das Interview für euch in gewohnter Qualität aufzubereiten. Wir haben gleich zwei Teile draus gemacht, weil das Gespräch nach der Pause ein ganz anderes war, aber dazu am Ende mehr. Im ersten Teil geht es um Beruf und Berufung, warum Thomas Schirmacher schon sehr früh auf Homeoffice gesetzt hat, wie er seine Schwäche Zeitmanagement in den Griff bekommen hat und warum es bei über 100 Büchern von ihm noch keins über ihn gibt. Wer Thomas Schirmacher kennt, der weiß, Päpste bleiben bei ihm nicht lange unerwähnt. Im Interview verrät er, mit welchem er sich schwer getan hat und warum Christen soziale Medien zum Evangelisieren nutzen sollten, auch wenn deren Geschäftsmodell unethisch ist. Natürlich sprechen wir auch ausführlich über seine neue Rolle als Generalsekretär der weltweiten evangelischen Allianz. Und dabei wird vor allem eins sehr deutlich, nämlich die Bedeutung der evangelischen Allianz, sowohl für Deutschland als auch für Europa und die ganze Welt. Ob Jesus auf Instagram unterwegs wäre, das erfahrt ihr in diesem Podcast. Viel Spaß mit Thomas Schirmacher. Aufnahme läuft. Ich sitze hier bei Herrn Schirmacher im Büro und schaue auf eine gigantische Bücherwand. Und ich frage mich jetzt gerade so ganz spontan, wie viele von diesen Büchern haben Sie tatsächlich gelesen? Also meine Standardantwort ist, einen höheren Prozentsatz als die meisten Leute, die 20 im Schrank stehen haben. Also im Prinzip alle. Das heißt, normalerweise bekomme ich Bücher oder kaufe die Bücher, weil ich sie lesen will. Und eigentlich wäre es wahrscheinlich sinnvoll, dann nicht jedes in den Schrank zu stellen, wenn man es gelesen hat. Aber das Ganze hier ist also eine Arbeitsbibliothek. Hier stehen also keine Sachen zur Dekoration oder zum Beeindrucken rum. Nur man muss natürlich ein bisschen sehen, das hat jetzt auch was mit meinem Job zu tun, dass sehr oft, wenn es um die Beurteilung von bestimmten Sachen geht, von irgendwelchen Personen, wie die wo und so zustehen, das für mich oft sehr zeitaufwendig ist, Zeit, die ich nicht habe, jemanden loszuschicken oder das dann erst zu lesen. Das Einfachste, ich habe die hier einfach stehen. Oder ich habe hier praktisch jede Veröffentlichung des Vatikans der letzten 30 Jahre stehen. Und wenn irgendwas mit dem Vatikan ist, wird nachgeguckt. Muss ich dazu sagen, ich komme natürlich aus einer Zeit, wo alles in Büchern war. Ja. Und wir haben natürlich inzwischen auch eine große Datenbank, nur rein elektronisch. Und jetzt sind es wirklich immer mehr Bücher, die ich einfach in Ruhe selber lesen will. Ja. Aber die Möglichkeit gab es ja früher nicht. Und da hatte man also vom Vatikan die offiziellen Veröffentlichungen, die hatte man in Print da stehen. Oder man muss den Vatikan fahren, ja. Und dann doch lieber Print, ja. Ja, dann war doch lieber wieder Print. Und das, ich finde das immer ein bisschen faszinierend, weil sich das heute kaum einer, wer jetzt aufwächst, kaum noch vorstellen kann, ja, dass wir so eine Art Computer im Hirn hatten.
Ja, das heißt, in so einer Bibliothek war meine Katastrophe immer, wenn das Buch woanders hingestellt wurde, weil ich genau wusste, wo welches Buch ist und wo was in dem Buch ist. Ja, ja. Also ich wusste genau, ich habe im hinteren Drittel was angestrichen. Da habe ich also durchgeblättert, bis ich die gelbe Stelle gefunden habe. Und das war dann das, was ich gebraucht habe. Ja. Und das vermisse ich schon ein bisschen, dass mir das bei allem, was elektronisch reinkommt, funktioniert das natürlich nicht mehr. Ja. Ich frage mich gerade so, wenn ich mich hier umschaue, befinden wir uns hier sozusagen im Arbeitshirn des Ehepaar Schirmachers sozusagen, ne? Weil es ist ja so wie eine Art dreidimensionale Darstellung. Also wenn Sie sagen, Sie wissen, wo was in welchem Buch steht, so, dann ist das ja eigentlich ein Teil Ihres Gehirns sozusagen physisch sichtbar gemacht. Ja, klar. Also ich sage ja, das ist ja das, was ich so faszinierend finde. Ja, 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 richtig. Dass wer heute aufwächst, für den ist das elektronisch irgendwo da, ja. Ja. Und das ist ja selbst mit Akten. Heute macht man sich da so ein bisschen lustig, Akten abzuheften. Ja, ja. Früher war es halt so, war es nicht in der Akte, gab es das schlicht und einfach nicht mehr. Mhm. Ja. Oder wenn man vergessen hatte, wie man seine Akten sortiert hatte, das stand ja auch nirgendwo. Ja. Ja. Heute gehört das im Regelfall dazu, dass es ein Protokoll vorneweg gibt. Wie wird eigentlich was abgelegt? Ja. Mhm. Und dann war es wirklich manchmal die eigenen Sachen. Ich meine, ich weiß das heute auch, wenn ich irgendwas bei irgendeiner Konferenz gesagt habe, gehe ich heute ins Internet und gucke, ob es einen Bericht darüber gibt, über meine eigene Veranstaltung, und habe dann viel schneller gefunden, was ich eigentlich gesagt habe. Mhm. Ja. Aber früher war das halt so, hat man den Zeitungsartikel eben gut abgeheftet und wusste, wo der ist, fand man auch wieder, was man gesagt hat. Ja. Klar, Bibliothek ist praktisch auch die ganze Lebensgeschichte. Nehmen Sie mal ein Beispiel. Meine Frau und ich haben herausgegeben, das Hahnberg-Lexikon der Weltreligionen. Ist jetzt der Hahnberg Verlag längst aufgekauft und so, war damals ein Riesending, 2000 Seiten, ein Lexikon der Bahnhofsbuchhandlung. Ja? Mhm. So, und wir wurden vorweg gefragt nach einem Entwurf, wie sollte das ausgehen? Ja? Und da haben wir auf Deutsch und Englisch jedes verfügbare Lexikon der Weltreligion gekauft, um zu gucken, wie die anderen das machen. Mhm. Es war ja der einzige Weg, wie man daran kam. Mhm, ja? Klar. Heute würde ich bei der Hälfte der Bücher bei Amazon auf die Vorschau gucken und würde immerhin schon mal sehen, wie das Kind eigentlich aussieht. Die Gliederung, Inhaltsverzeichnis. Und würde bei der Hälfte schon sagen, da brauchst du gar nicht reingucken. Ja? Okay. Damals habe ich massig Religionslexiker gekauft, wo ich nach 10 Minuten wusste, das hättest du dir auch schenken können. Ja. Ja. Aber wir sind auch ständig am Ausmisten. und die meisten Bücher wandern nach Gießen an die Freie Theologische Hochschule. Und beglücken da die Studenten, was wir hier nicht mehr brauchen. Weil, wie gesagt, es ist eine Arbeitsbibliothek. Ja, ja. Und wenn ich bei einem Buch weiß, da gucke ich nie wieder rein, ist es auch weg hier, ja. Mal ganz grob zur Größenordnung. Wie viele Bücher, glauben Sie, stehen hier in etwa? Naja, es geht ja neben in den anderen Büros weiter. Ich habe schon gesehen, das geht also, ja sogar ein bisschen ins Badezimmer. Ja, also bei der letzten Zählung waren es 21.000. Wow. Ja. Okay. 21.000 Bücher, vielleicht komme ich da sozusagen zur ersten Frage, die ich mir eigentlich überlegt hatte, weil wir sind ja jetzt quasi in Ihrem Gehirn, haben wir schon gelernt, 21.000 Bücher, und es gab mal ein paar mehr, die jetzt noch in Gießen und Co. rumschwirren. Ich habe mich gefragt, sind Sie einer der letzten Universalgelehrten der Geisteswissenschaften unserer heutigen Zeit? Das ist eine gute Frage, ja. Wenn Sie sich das selber, ich habe Sie ja gestellt, deswegen. Ja, ja. Also ich will mal als Erstes sagen, und das kann ich sogar über meine eigene Familiengeschichte sagen, es ist kein Zufall, dass alle Leute, die man in irgendeinem Sinne als Universalgelehrte bezeichnen könnte, das heißt, die aus irgendeinem Grunde in Dutzenden anderen Fächern geplündert haben, fast alle auch Theologie oder Philosophie im Boot haben. Das ist einfach so. Also wenn ich mir angucke, Unternehmensberater. Jeder zweite Unternehmensberater hat einen theologischen Abschluss, hat meistens auch irgendwas mit Wirtschaft, ja. Mhm. Aber dieses Leute beraten, mit Leuten umgehen, was weiß ich, das hat er eben aus der Theologie geklaut. Und das ist auch der Grund, warum Firmen, jemand, der so eine Biografie ja trotzdem nehmen, sonst würde man ja sagen, wir wollen hier keinen Theologen, wir wollen also weder angepredigt werden, noch haben wir einen Beichtstuhl hier, ja. Mhm. Aber
ein Theologe beschäftigt sich eben, wenn es um Seelsorge geht, automatisch mit allem, was da kreucht und fleucht. Ja. Also, so wie man heute sagt in der Wirtschaft, ist Empathie plötzlich ein gefragter Wert, ja, der vorher so vielleicht noch nicht so auf und dem Rad das war. Ist eben die, in der Theologie und der Philosophie geht es halt viel um so ganz grundsätzliche Fragen, an denen eben alles gleichzeitig hängt. Ja. Mhm. Und ich würde zum Beispiel sagen, also ein Theologe, der nicht mit Begeisterung im Gestern lebt, ja, für den muss ja so eine Frage, künstliche Intelligenz, so eine Geschichte, das muss den irgendwie umtreiben. Da wird ja alles, wo man denkt, das hat man halbwegs im Sack auf den Kopf gestellt. Mhm. Ja. Und plötzlich haben wir also mit irgendwelchen Maschinen zu tun, die zumindest teilweise schon denken, handeln und sowas können, ja. Und die simple Frage, wenn ein selbstfahrendes elektronisches Auto einen Unfall verursacht, wer ist da eigentlich dran schuld? Der drin sitzt und Zeitung liest oder der den Wagen gebaut hat oder der Computerexperte, der vielleicht da was falsch programmiert hat, von dem er gar nichts wissen konnte, dass das mal kommt, ja. So. Und das finde ich, wenn es um Verantwortung geht, ist natürlich eine wahnsinnig spannende Frage, ja. Und ich bin dann eben der Typ, der sich dann auch gleich alles schriftlich kommen lässt, was es dazu gibt. Aber das bedeutet natürlich für eine Menge anderer Experten, die sagen, was hat der denn da eigentlich mit zu tun, ja? Der weiß ja noch nicht mal, wie ein Computer funktioniert. Was will der uns erzählen, wie künstliche Intelligenz funktioniert, ja? Also, ich weiß, dass mein ich habe also etliche Gelehrten und meinem Vorfahren, also nicht zu sagen, ich bin was Besonderes, ist einfach so. Und für unsere Frage interessant, weil da eine Menge Theologen dabei sind, die bekannt geworden sind für irgendwas, was mit Theologie gar nichts zu tun hatte. Zum Beispiel dieser Ur-Sonst-was-Großvater, der hat den ersten Atlas von Flechten und Pilzen gemacht. Mit Pilzen meine ich jetzt nicht, die im Wald so hoch wachsen, sondern Pilzen an der Wand. Ja. Und eben Flechten, also die Sachen, wo man lange gar nicht wusste, ist das eigentlich eine Pflanze oder was ist das eigentlich, was da so, ja, so. Und der hat die, also international hat er das gesammelt, korrespondiert und da reingemalt und so einen Atlas gemalt, wo es welche Pilze und sowas gibt, ja. Ja, der war Pfarrer, ja. Und den hat einerseits, was ich so aus den alten Sachen ersehen kann, fasziniert, was ist die ganze Welt einfach. Ja, alles, was es so auf, in anderen Ländern, anderen Kulturen gibt. Und den hat, also ich kann nur sagen, banal die Schöpfung interessiert. Er fand das einfach faszinierend, dass das, was für uns, wusste ja noch nicht genau, wie das da so funktioniert und aussah, dass aber das, was für uns nur wie Abfall aussieht, wie jetzt ist die Wand dreckig geworden und was weiß ich, Lebewesen sind. Ja. Also das heißt natürlich nicht automatisch, dass jeder Theologe oder jeder Philosoph was in die Richtung irgendwo macht. Aber irgendwie ist es schon darauf angelegt, sich jetzt nicht nur mit einem ganz bestimmten Thema zu beschäftigen und damit hat sich's ja. Vor allen Dingen, wenn man sich klar macht, dass ein Großteil von Theologie ja de facto Ethik ist, ja. Also Fragen, was ist richtig, was ist falsch, ja. Ich nochmal Unternehmensberater, wenn Sie also jetzt einen Ethikkodex in der Firma aufstellen wollen, ja. Da suchen sich einen Theologen oder einen Philosophen. Ja? Nur gibt es natürlich viele und Theologen und Philosophen, die leben so von der realen Welt entfernt, dass die nichts zu einer Unternehmensethik schreiben können. Ich will das jetzt nicht mit dem Berufsstand da in den Himmel heben. Ja? Ja. Aber ein Theologe oder es gibt ja auch die philosophische Ethik, der seine Hausaufgaben macht und in Ethik zu Hause ist, der findet das super spannend. Wie kann ich zum Beispiel in einer Firma einen Ethikkodex haben, der ja dann, wenn man so ein bisschen von seiner Religion überzeugt ist, hoffentlich dem christlichen Überzeugung sehr nahe kommt, wo in der Firma ja keiner auf irgendeinen Glauben oder eine Weltanschauung festgelegt ist. Theoretisch kann es ja also unter 1000 Firmenmitarbeitern 1000 verschiedene Weltanschauungen und Religionen geben, ja. Und wir haben das zum Beispiel für eine Firma entwickelt. Da haben wir lauter Fünfergruppen gebildet, immer 5 Leute von denen, die sauber machen, bis hin zum Vorstand. Immer 5 Leute haben miteinander diskutiert, was würden wir denn in so einen Kodex reinschreiben. Ja? Mhm. Und dann haben die Gruppen dann miteinander wieder diskutiert. Und es war also faszinierend, das, was so hinten rauskam, war in etwa die zweite Hälfte von 10 Geboten. Also alles, was sich nicht direkt auf Gott bezieht. Ja. Und so bestimmte Sachen, was Korruption ist und warum das falsch ist und solche Sachen, die standen da überall drin. Und das fand ich also absolut faszinierend, dass man ohne zu wissen, wem sich eigentlich die Leute in der Firma verpflichtet haben, ja,
Und in dem Denken, dass man denkt, da waren also verhältnismäßig ungebildete Leute da und Leute mit 2 Promotionen, ja. Aber irgendwie gibt es eben tatsächlich doch so etwas wie ein Grundbestand, was Menschen wissen, was richtig ist und was ein Handeln ist, was anderen nützt und was nicht, ja. Und gleichzeitig dann mit der Firmenleitung zu reden, wie ungeheuer wichtig das für sie ist, so einen Prozess zu machen, weil der Ethikkodex nichts nützt, wenn die Firma nicht selber dann hintersteht, ja. Wobei ich gleich dazu sagen muss, die meisten Unternehmenskodexe, die ich erlebt habe, sind schiefgegangen, weil dann die Chefs sich nicht dran gehalten haben. Ja. Also ich grätsche es hier mal rein. Ja. Die Frage sozusagen, sind Sie einer der letzten Universalgelehrten? Ich weiß nicht, ob man das einschränken müsste auf Geisteswissenschaften oder nicht, aber zumindest in unserer heutigen Zeit. Sie haben geantwortet mit KI, mit Pilzen, mit Ethik, mit Beraten und Firmen. Also eigentlich haben Sie geantwortet mit Technologie-Themen, mit Historiker-Themen, mit Theologie-Themen, auch mit Wirtschaftsthemen sozusagen. Das heißt, eigentlich haben Sie damit ja die Frage beantwortet, zu sagen, das ist Ihre Antwort darauf, war ja so eine Spannbreite, die Sie jetzt wahrscheinlich noch lange hätten fortführen können an Dingen, die Ihnen da sofort kommen. Das zeigt ja schon, wie breit und vielseitig Sie aufgestellt sind auf der einen Seite, also breit auf der einen Seite und gleichzeitig aber auch tief. Und das ist, glaube ich, das, was ich dann erstmal spannend finde, weil ich, also Sie sagen halt, naja, das ist ja dann, es ist naheliegend, dass es ein Theologe oder ein Philosoph sozusagen, dass es aus der Ecke kommen könnte so. Aber ich kenne halt sehr viele Theologen, die sind in Anführungszeichen nur Theologen und das ist völlig ausreichend. Also Sie waren ja auch mal Pastor gewesen, 18 Jahre lang. Da würde ich dann sagen, die sind dann meistens nicht nur Theologen, sondern die haben dann meistens irgendwo 3% der Theologie geschnappt. Und das machen sie. Okay. Ja? Ja. Bei denen ist ja im Regelfall dann auch ein Großteil der Theologie schon raus. Das ist wie dann in jedem Fach die Spezialisierung. Eben einer weiß nur was über Pilze. Ja. Man darf das ja auch nicht kleinreden. Wenn ich jetzt ans Coronavirus denke, ja, da wird dann irgendjemand in der Zeitung vorgebracht als Experte für, ich sag mal, Impfen. Was hat Impfen mit Corona zu tun? Impfexperten sind auf eine ganz bestimmte Sache spezialisiert, wie man da impft. Es gibt so 1000 Wege von Impfen. Mhm. Ja. Und der was verändert, ist der Superspezialist. Schlimm ist nur, wenn es dann der entweder nichts anderes mehr im Blick hat oder der nicht gut vernetzt ist mit Leuten, die andere Sachen impfen und die wieder vernetzt sind mit Leuten, die nicht impfen, sondern andere Wege. Ich nehme ganz mal ein Beispiel. Ich bin gerade bei so einer UN oder globalen Konferenz zum Klimawandel in Marseille gewesen. Und habe da das Beispiel, was ich über alles liebe, von Ulrich Pazani genommen, der als Kind eine Geige geschenkt bekommen hat, hat die auseinandergenommen, weil er das so spannend fand, kriegte sie nicht wieder zueinander. Mhm. Mehr Geld war nicht da, also hat er nie Geige spielen gelernt. Das Beispiel habe ich da benutzt, weil ich gesagt, das ist unser Problem im Umgang mit der ganzen Schöpfung. Keine Zeit kennt die Einzelteile unserer Welt besser als unsere. Und wir werden immer noch besser und wir kennen die letzten Kleinigkeiten, wie das so oder so ist, aber wir kriegen das Bild nicht mehr zusammen. Und um nur mal ein Beispiel zu nennen, die Grünen, was ich bei denen ganz früh gelernt habe, war dieser Gedanke der Vernetzung, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt und dass es nichts gibt, was man für sich separat angucken. Jetzt gucke ich mir die Grünen heute an, da ist auch nur, der macht den Vorschlag. Wir wissen ja längst, dass wenn man irgendwas zum Guten verändern will, ungewollt, meinetwegen das Verhalten von Leuten verändert. Und als der Sicherheitsgurt eingeführt wurde, gab es erstmal mehr Unfälle. Warum? Weil die Leute schneller gefahren sind, dachten, ich habe ja einen Sicherheitsgurt. Wo man in dem Moment natürlich nicht dran denkt, aber so ist halt das Verhalten. Ja. Und das fällt mir also auf, dass das jetzt im Wahlkreis bei den Grünen völlig verloren gegangen, dass man eigentlich überhaupt nicht sagen kann, wir ändern die eine Sache und dann wird alles gut. Ja. Und beim Klimawandel ist das ja zum Greifen, dass wenn es um Dinge geht, wo man ganz viele zusammenhängende Sachen verändern muss, ja. Und es war also interessant, dieses Beispiel hat da also voll eingeschlagen, weil mir da bei der Konferenz waren 16.000 Experten, ja. Und das ist genau die Geschichte. Wir brauchen die Experten und ein guter Geigenbauer kann natürlich alles auseinandernehmen und weiß von jedem Teil, was damit ist. Aber er ist Geigenbauer, weil er es wieder zusammensetzen kann, ja. Und das kriegen wir oft nicht mehr auf die Reihe, ja. Und die Geige ist eben eine Geige, nicht weil sie aus so schönen Teilen besteht, sondern weil man damit Geige spielen kann. Kann man mit der nicht Geige spielen, hat sie ihren Sinn verloren, ja. Das hat natürlich zu einer riesen Debatte geführt, weil ich natürlich damit auch gesagt habe, wenn man den Geigenbauer, sprich den Schöpfer nicht kennt und damit einbezieht, dann wird es auch schwierig darüber zu reden, wofür ist das alles da, ja.
ich meine auch da, ne, ich notiere mir hier Corona, UN, Klima, die Grünen, also Politik plötzlich, der Geigenbau und dann am Ende wieder die Analogie hin zur Theologie, die man damit schlagen kann und. Also das zeigt mir alles dieses unglaublich breite, wie sie da anscheinend direkt drauf schauen. So dieses, vielleicht könnte man das sagen, ganzheitlich, ich weiß es nicht. Aber aus dem Grund eben diese Fragestellung mit dem Universalgelehrten. Ich würde gerne einmal versuchen, einen ganz groben Überblick zu machen für all diejenigen, die Sie vielleicht noch nicht oder noch nicht so gut kennen. Ja, es gibt ja auch ein paar jüngere Zuhörer, die sagen, Thomas Schirmerer, vielleicht mal gehört, irgendwie so ein Punkt, was auch immer. Ich habe mir hier notiert, Sie haben um die 100 Bücher geschrieben, mehrere Doktorarbeiten geschrieben. Aktuell veröffentlichen Sie nahezu täglich irgendwie einen Artikel auf Ihrer Webseite thomasschirmerer.info und Sie haben unter Ämtern auf Ihrer Webseite 31 noch überwiegend aktive Ämter aufgelistet. Sie haben 3 Twitter-Accounts, 2 Instagram-Accounts, 2 Facebook-Accounts. Sie haben unzählige Organisationen, Vereine und Verbände gegründet und Sie sind neuerdings auch der Papst von 600 Millionen Evangelikalen, wie die Welt am Sonntag so schön geschrieben hat. Und da frage ich mich schon erstmal, okay, wie viele Stunden hat eigentlich Ihr Tag? Also die Welt hat das ein bisschen falsch geschrieben. Ich bin der Chef von 600 Millionen Päpsten, ja. Also okay, das war jetzt ein Witz, ja. Die kennen die evangelikale Welt nicht so richtig, ja. Naja, jedenfalls. Schöne Überschrift auch, ja. Ja. Ja, ist jetzt ein bisschen die Frage. Also mein Tag hat natürlich so viel Zeit wie der von jedem anderen auch. Und das glaubt man fast nicht. Ja. Also es hat natürlich 2 Seiten. Das eine ist bei dem, was jeder macht, die Frage nach den Gaben und Fähigkeiten. Und ich würde als erstes sagen, ich habe das außerordentliche Glück, dass das, was ich super gerne mache, das, was ich super kann, zufälligerweise auch 100% mit meinem Job identisch ist. Ja? Mhm. Also könnte man auch sagen, fromm gesprochen, Berufung und Beruf deckt sich. Ja, also das muss man einfach nüchtern sehen. Und das ist natürlich nichts, was über Nacht gekommen ist. Meine Frau und ich haben uns also durch manche Ungetüme durchgearbeitet und durchgewirkt und Sachen gemacht, wo wir heute nur das und da sage ich auch jedem Berufsanfänger, wie wichtig das ist, bei egal was man macht und wofür man angestellt wird, ständig einen Blick drauf zu haben und sich Jahr für Jahr näher an das ranzurobben, dass das, was man kann, das, was man super gerne macht und das, wofür man Geld bekommt, es wird nicht immer völlig deckungsgleich sein, aber nicht weiter auseinanderläuft. Ich kenne halt viele, die fangen einen Job an und hangeln sich dann von Stelle zu Stelle und haben irgendwann völlig aus dem Blick verloren, was sie eigentlich können und was sie wollen. Und das ist natürlich die Voraussetzung, fangen wir mal damit an, dass man einen sehr flexiblen Umgang mit seiner Freizeit hat. Punkt 2, eine Frage, die Sie wahrscheinlich nicht oder eine Antwort, die Sie nicht erwarten. Es hat viel mit der Frage zu tun, ist man in der Lage, solche Sachen zu machen und gleichzeitig Familie zu haben? Mhm. Und mit in der Lage meine ich nicht, das hat nichts mit Gut und Böse zu tun. Ich habe gute Freunde, die sind gute Väter, die sind gute Ehepartner. Die können schlicht und einfach, wenn ein kleines Kind rumrennt, ihren Job nicht machen. Hängt ja auch davon ab, was man für einen hat. Mhm. Ich bin jemand gewesen, der im Gewusel immer gut arbeiten konnte und habe deswegen mich ganz frühzeitig zu entschieden, nicht in irgendeinem Büro zu dabbeln jeden Tag, sondern heutzutage kann man sich damit als kreativ oder sonst was verkaufen oder Homeoffice. Damals war das also noch nicht sehr einfach. Das heißt, ich habe auch Stellen ausgeschlagen, weil die Bedingung da war, dass man den ganzen Tag anwesend ist. Und ich gesagt habe, ich bin anwesend, wenn ich gebraucht werde. Mhm. Und bin deswegen schon sehr, sehr früh auf Homeoffice gegangen. Ja, und rückblickend muss ich sagen, ohne das wäre das eigentlich. Aber ich habe eben auch in meiner Ethik, habe ich vorne drin stehen, habe ich meinem Sohn gewidmet, dem Kind, was gerade auf meinem Schoß rumkrabbelt, während ich versuche, mich auf, ich weiß gar nicht mehr, was das war, auf irgendwas zu konzentrieren. Ja. Und das muss man halt einfach nüchtern sehen. Meine Frau ist ähnlich, uns hat das nie was ausgemacht. Mein Vater hat das immer einen intellektuellen Bauernhof genannt. Ja, dass hier die Kinder rumwuselten und Besuch ein- und ausging und derweil haben wir fröhlich weitergearbeitet. Und das kann halt einfach nicht jeder, ja. Das ist halt, ich kenne auch Ehepaare, die sich bestimmt genauso lieben wie wir und die nicht im selben Büro ihrer Arbeit nachgehen können, die das einfach ablenkt oder irritiert oder allein nur, wenn der andere telefoniert, sagen, das geht einfach nicht. Und das hat nichts mit Gut und Böse zu tun. Ja, aber okay. Es spielt bei mir halt eine ganz zentrale Rolle, dieser, wie gesagt, intellektuelle Bauernhof. Ja. Und dann Nummer 3,
ist es natürlich eine Frage, da kommen wir ja zu was, was man wirklich beeinflusst, Zeitmanagement. Mhm. Und ein wirklich gutes Zeitmanagement geht nicht alleine. Warum nicht? Weil man dazu Leute braucht, wenn man also sich so konzentrieren will auf das, was man gut kann, muss man die Sachen, die man nicht gut kann, ja an irgendjemanden abgeben. Okay. Ja? Und das hat nur Zweck, wenn man die an Leute abgibt, die ihrerseits die Sachen sehr gut können und mögen. Und deswegen ist also ein Zeitmanagement, und da muss ich heute sagen, ich kann Ihnen nicht genau sagen, was ich morgen eigentlich mache, weil ich das einfach völlig, ich bin nicht gut im Zeitmanagement, ich habe das völlig aus der Hand gegeben. Und das machen andere, und dann kann ich mich drauf konzentrieren. Ich bin jemand, der furchtbar gerne spontan ist. Also spontan, ist das eine nette Bezeichnung für chaotisch auch, oder? Nein, im Sinne davon, dass wenn ich jetzt, ich sag mal, irgendeinen Politiker treffe, ja, ich hasse das, wenn es da also praktisch vorher schon festgelegt ist, was der mir sagt und was ich ihm sage, ja, oder ich mir ausrechnen kann. Ich liebe das, wenn ich da reingehen kann und man wirklich einfach, also ich auf das reagiere, was der jetzt eigentlich von mir will. Ja. Oder eben auch mal neue Sachen auf den Tisch werfen kann, die bisher noch nicht in der Runde waren. Ja. Mhm. Ich habe mich mit Papst Benedikt furchtbar schwer getan, was weniger an ihm lag als mit der Struktur, wie das damals war. Da musste man damals noch alles, was man dem Papst sagen wollte, vorher schriftlich einreichen. Wow. Und im Regelfall hatte man die Antwort vom Papst auch schon vorher schriftlich. Und dann haben also beide Seiten praktisch... So ein bisschen wie Theater dann. Ja, haben die beide Seiten das vorgelesen. Mhm. Und damit habe ich mich furchtbar schwer getan, weil mir die besten Ideen immer spontan kommen, wenn man da sitzt. Aus dem Gespräch heraus dann, ja. So. Ja. Und das war halt, plötzlich viele Leute sagen, ja, der Papst ist so viel anders. Der hat einfach kein Hofzeremoniell mehr gehabt, ja. Sondern der kam dann, ich weiß, in der Anfangszeit sagt er, jetzt kommt das Reformationsjubiläum, was könnte ich denn da mal machen, womit jetzt keiner rechnet. Und da habe ich gesagt, dass er selber zum Reformationsjubiläum einlädt. Dass er nicht überlegt, wo er hingeht oder was man macht, sondern er lädt kurz. Ich sage, da rechnet bestimmt kein Mensch mit. Ob ich der Einzige war, der ihm das gesagt hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er das dann in Lund gemacht. Und zu der zentralen Jubiläumsfeier vom Lutherischen Weltbund hat der Papst mit eingeladen. Da stand natürlich die Weltkopf, ja. Und da bin ich halt viel besser dran. Manche Leute glauben das nicht, weil ich so viele Bücher schreibe. Die meisten meiner Bücher sind die schriftlichen Fassungen von dem, was ich spontan gesagt habe, ja. Ja, so funktioniert das also. Okay. Ja, also es ist, ich bin nicht der Typ, der bei einer Trockenübung am besten aufläuft. Mal gucken, ob es aus unserem Podcast hier auch noch ein Buch gibt. Ich habe aber, was Bücher anbelangt, ich habe mich gewundert bei all den vielen Büchern. Ich glaube, so die meisten Christen, die ich kenne, wenn die so ein Buch geschrieben haben, spätestens das zweite ist irgendwie eine Biografie über sich selbst. Die gibt es von Ihnen aber als Buch, so 200 plus Seiten oder sowas, gibt es nicht. Das ist sehr unwahrscheinlich, außer... ich musste ja schon mehrfach meine Meinung ändern. Also ich habe sie auch nicht gefunden. Ja, ungewöhnlich, finde ich. Also ich wollen Sie nicht oder haben Sie noch keine Anfrage bekommen? Also nee, also ich meine, ein Ergebnis, wo ich mich mal habe pushen lassen von SCM, Hensler damals, ist ja Kaffeepausen mit dem Papst. Ja. Das hätte ich von selber auch nie gemacht. Und die haben also gezerrt und gemacht und man müsste und man sollte, ja. Bereuen Sie es heute? Nee, das, okay. Das nicht. Also bei Amazon gab es so ein paar kritische Kommentare genau zu diesem Buch, wo ich dachte, hui, ist jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung nach außen, ja, sehr, sehr oberflächlich betrachtet sozusagen, erstmal jetzt nicht diese 5-Sterne-Bewertungsriege sozusagen. Ja, weil es ist natürlich, das ist ja gerade der springende Punkt, es ist kein theologisches Buch, sondern es ist überwiegend aus dem Nähkästchen geplaudert. Okay. Was so passiert ist und Witze, die der Papst erzählt hat und lauter, also etwas, was mir völlig gegen Strich geht, obwohl es mir jetzt im Nachhinein gut gefällt, ja. Okay. Ja. Aber dazu muss man sagen, bei mir kommen also zwei Sachen zusammen, warum mir sowas gegen den Strich geht. Erstens, traditionell ist es ja so, dass Akademiker nichts über sich selber sagen, sondern die veröffentlichen was und dann wird das von anderen Professoren bewertet. Peer Review, wie man das heute nennt, und dann Daumen runter oder die klatschen. Also auf einer rein sachlichen, thematischen Ebene, sage ich mal. Ja. Und wenn der Daumen runter geht bei Peer Review, dann erscheint es eben gar nicht erst. Ja.
Und da ist man auch drauf, wenn man ein Buch schreibt und eine Buchbesprechung kommt, ist das Allerwichtigste, die Kollegen, wenn die eine Buchbesprechung schreiben. Ja. Okay. Und das steckt bei vielen älteren Akademikern bis heute drin, warum die keinen Facebook und kein Nix irgendwie haben. Mhm. Ja. Das habe ich also sehr frühzeitig meinen Kindern zu verdanken, die sich immer halb schlapp gelacht haben, weil sie eben gesagt haben, also wenn du ein Influencer sein willst, musst du über dich selber reden. Da kannst du nicht nur Fachartikel veröffentlichen. Mhm. Und der zweite Grund, genau dieselbe Kerbe, ich komme aus einer frommen Familie und da war also Demut immer angesagt und da war angesagt, ein Christ will nicht hoch hinaus. Ja. Mhm. Und wenn dann mal wirklich irgendwas zu loben ist, dann überlässt man das natürlich vornehm anderen. Das macht man nie selber. Also Sie würden sich jetzt eben nie hinstellen und sagen, ja, ich halte mich für einen Universalgelehrten. Ja, so. Ja, mhm. So. Und das hat ja auch gute Seiten. Klar. Es stammt eben nur leider aus einer völlig anderen Welt. Ja. Und ja. Ich habe mich zum Beispiel furchtbar schwer getan, als ich anfing, Vorträge zu halten. Und dann kamen also die Medienberichte und in jedem zweiten Medienbericht stand irgendwas drin, was ich meines Erachtens nicht gesagt hatte oder nicht so gemeint hatte. Und da haben meine Kinder gesagt, ja, dann musst du eben selber Deutungshoheit zurückholen. Ja, du musst selber veröffentlichen, was du gesagt hast. Und dann gucken die Leute, sagen, ach, das hat er gesagt. Und den Quatsch haben die geschrieben. Ja. Und dann habe ich also zaghaft angefangen, immerhin die Reden selber abtippen zu lassen. Ich rede immer spontan, ja. Mhm. Habe ich die abtippen lassen und ein bisschen angeguckt, aber ansonsten da reingestellt. Das war halt natürlich immer noch nicht genug. Bis ich raffte, ich muss Pressemeldungen über mich bringen, ja. Und naja, und von den Pressemeldungen war es natürlich nicht mehr weit zu den sozialen Medien, ja. Mhm. Und stelle plötzlich fest, dass also irgendwelche interessanten Themen, die ich beim Wickel habe, auf die Schiene eine riesige Leserschaft, Zuhörerschaft und sowas bekommen können, ja. Ja. Und dass das richtig was verändert, das ist für einen Akademiker meines Geburtsjahrgangs, so wie der aufgewachsen ist, wollte man über die Wissenschaft und wenn das dann irgendwie angewandt wird, ändert das dann vielleicht auch was. Hm. Ja? Und heute würde ich sagen, die Welt ist natürlich in der Realität ganz anders. Wenn ich so spannende Artikel veröffentliche, entscheide ich zum Beispiel mit darüber, welche Berufe überhaupt gewählt werden. Weil wenn ein bestimmtes Thema spannend rüberkommt, sagt sich einer, oh, das mache ich auch. Das ist natürlich auch, als ich Kind war, genauso gewesen. Die Leute haben ja auch ihre Berufsentscheidungen aus irgendwelchen Erfahrungen, was sie gehört haben, Erlebnissen daraus entschieden. Ja, das war keinem bewusst. Hm. Aber das ist mir also sehr schwer gefallen. Und die Ecke auf meinem Blog, die mir am schwersten fällt, da was reinzustellen, ist über mich. Da habe ich so Zitate über mich, die fällt mir bis heute am schwersten. Und ich habe da so ein paar super knackige Zitate und denke dann immer, ja, so ein Quatsch. Ich müsste dann ja eigentlich alle negativen Zitate über mich auch einstellen, sonst gibt das ja gar kein irgendein Bild. Ja. Und, ein einseitiges Bild zumindest. Ja, was aber interessant ist, was mir ganz leicht fällt, aus meiner Geschichte heraus, auch aus meiner frommen Familie, am meisten besucht wird meine Seite Humor. Da sind Fotos, wo ich mich über mich selber lustig mache. Wo Sie auf dem Catcar zum Beispiel im Anzug sitzen oder so. Oder irgendwo auf einer Hochzeit quer liegen vorne und so Sachen. Ja, und das ist jetzt wieder interessant. Da wird mir jetzt sagen, also auf der Hochzeit meines Neffen hatten wir so eine Wette abgeschlossen und die habe ich verloren. Und dann habe ich mich also auf dem Hochzeitsbild vorne auf dem Boden der Länge nach hingelegt. Ja, so. Das ist mir nie schwer gefallen, sowas zu veröffentlichen, wo man jetzt sagen würde, das ist nur wirklich reichlich privat und so, das ist mir doch nie schwer gefallen, weil das war ja nur nichts, das stand ja Anführungsstrichen Demut nicht im Weg oder irgendwie sowas. Okay. Also Sie nehmen sich gerne auch mal selber nicht zu ernst. So. Ja, sehr, sehr gerne. Okay, sehr, sehr gerne. Also wenn Witze erzählt werden, sind bei mir immer Witze dabei, wo ich einfach irgendeinen Quatsch erzähle, den ich aus Versehen gemacht habe. Ja? Also, okay, ja. Deswegen habe ich auch überhaupt kein Verständnis dafür, wenn ein lachender Laschet da von irgendeinem Fotograf, der also 3 Stunden rumgesucht hat, wie er genau so seinen Winkel kriegt, dass er den Bundespräsidenten draufkriegt. Ja. Mhm. Ich sage, wie leben denn die Leute, müssen doch selber alle wissen, was für ein Quatsch, was für Fehler, was wir den ganzen Tag machen, nennt man freudsche Fehlleistung. Ja. Mhm. Was für Versprecher wir machen, die, wenn man sie ernst nehmen würde, einen manchmal ins Kittchen bringen könnten. Mhm. Ja. Da bin ich mir also voll im Klaren darüber. Aber wie gesagt, von meiner Vorgeschichte ist mir das noch nie schwer gefallen, das rüberzubringen. Im Gegenteil, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn man so eine Rubrik über mich hat und keiner was Negatives bringt und man bringt dann was Negatives, dann hat das ein viel, also der Effekt ist viel größer als früher, ja.
Also wir kommen bestimmt nochmal drauf zu sprechen, weil ich verstehe natürlich diesen Punkt der Selbstdarstellung, der ja auch schnell auch zu einer Selbstinszenierung werden kann. Also gerade bei Jüngeren, ja, wenn man auf Instagram sagt, man ja sehr vieles ist fake und so weiter. Ich nehme an, dass sie wahrscheinlich einfach, weil sie aus einer anderen Generation kommen, nicht ganz so sehr in der Gefahr stehen, ins gleiche Fahrwasser zu laufen und das auf die Spitze zu treiben. Also wenn sie Product Placement auf Instagram betreiben, werde ich dann vielleicht doch nochmal hier kritischer nachfragen. Ja, ja gut, also da habe ich mich bisher völlig rausgehalten. Das ist aber natürlich auch ein bisschen meinem Beruf geschuldet und dem Umstand, dass ich wahnsinnig froh bin, dass wir hier in Deutschland Religion und Kirche und Werbung doch kulturell ziemlich auseinanderhalten. Was ja weniger daran liegt, dass wir bessere Menschen sind, als dass das zum Teil eben gesetzlich vorgegeben ist. Also in öffentlichen Rundfunk und Fernsehen gibt es das schlicht und einfach nicht. Da gibt es keine Werbung zum Bibelverkaufen. Und weil es die nicht gibt, gibt es auch eine Menge anderer Quatsch nicht. Ja? Mhm. Und ich merke, in Amerika prägt das eben die ganze Kultur, dass das erlaubt ist, gemacht worden ist. Und so. Ja. Und dass sich natürlich dann gegenseitig immer weiter befeuert. Das heißt, wenn ich da sonntags morgens anmache, da ist es ja nicht nur, da gibt es auch unter meinen evangelikalen Freunden natürlich abenteuerliche Sachen. Aber da ist ja auch der buddhistische Mönch, da ist der katholische Priester, der mit Weihwasser besprengte Taschentücher verkauft. Mhm. Und es ist also eine solche Verquickung. Und da bin ich wirklich froh drüber und da halte ich mich auch selber dran. Okay. Ja, bis dahin eben Bücherverkauf, was ja für sich sicher noch keine Untat ist, aber trotzdem deutlich zu machen, ich schreibe nicht über Gott, vor allen Dingen, weil ich damit jetzt um Umsatz zu machen. Ja. Ja. Deswegen verschenke ich Unmengen von Büchern auch, um das deutlich zu machen. Das nur in Klammern. Aber das andere will ich auch sagen. Ich habe natürlich einen Grund, warum ich es dann schließlich doch gemacht habe. Und gerade auch in sozialen Medien diesen Sachen groß eingestiegen sind, warum ich doch ein klares Marketing in dem Sinne habe, dass ich bei allem, was über mich kommt, sehr genau überlege, passt das in mein Bild oder passt das nicht in mein Bild oder was vermittelt ist. Ja? Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt, ich sag mal, aus lauter stolz geschwellter Brust jeden Tag ein Bild mit dem Papst poste, kommt bei den Leuten natürlich auch an, der Papst scheint ihm ja wohl wichtiger als Jesus zu sein. Mhm. Ja? So, also habe ich eben Leute, die genau darauf achten, dass Sachen, die für mich nicht im Mittelpunkt stehen, auch nicht so oft vorkommen. Das ist nichts anderes als, Aber die positive Seite ist eben, ich habe sehr frühzeitig gemerkt, dass das Evangelium von Jesus, dass Gott, Christsein, diese Sachen genau immer denselben Regeln gefolgt sind. Mhm. Also die werden ja nicht anders in der Welt verbreitet als irgendwas anderes. Das heißt, wenn ich nicht bereit bin, die Vermarktung zu akzeptieren, die in unserer Welt üblich ist, bedeutet das am Ende, dass das Evangelium nicht mehr vorkommt oder Gott nicht mehr vorkommt. Das heißt, also Sie würden damit auch sagen, Jesus wäre heute auch auf Instagram unterwegs? Ja, auf jeden Fall, ja. Und zwar ganz banal, also wenn ich jetzt mal sage, das Evangelium darf nicht bei WhatsApp vorkommen. Mhm. Das sollte ich nicht vermischen. Mhm. Ja gut, jetzt weiß ich nicht, wie viele von den 1 Milliarden oder wie viel sind Nutzern von WhatsApp vielleicht noch das Telefon benutzen und ich könnte ja dann übers Telefon vielleicht gehen, ja. Aber prinzipiell sind dann die Milliarden ausgeschlossen. Ja? Auf der Schiene geht es ja dann nicht mehr. Ja, die wären ausgeschlossen, wenn es nur WhatsApp gäbe. Ja, gut, aber wenn ich dann kann ich sagen, die sind auch auf Facebook, ja. Ja, da müsste ich aber sagen, gut, WhatsApp nein, Facebook ja. Aber wenn ich diese Art der Vermarktung nicht zulasse. Ich nehme mal ein ganz banales Beispiel aus meiner Jugend, das meines Erachtens super aktuell ist. Ich komme ja noch aus meine Vorfahren und alle und die Lehrer, die Pfarrer, da war es ja, man hörte auf Autoritäten. Mhm. Ja? Der Arzt sagte, du hast Fieber oder du, ja, dann hatte man Fieber. Man hat nicht mal nachgemessen, ob man Fieber hatte. Man hatte Fieber, ja, so. Der Lehrer hat gesagt so und so und dann war das so. Der Pfarrer hat gesagt so und so und dann war das so, ja. Also eine Generation, die lebte noch von dieser Autorität. So. Mhm. Ich gehöre zu den ersten Opfern der 68er-Bewegung, ja, und wachse also nun damit auf, wir debattieren über alles. Mhm. Und Autoritäten, das ist eine nette Steilvorlage für eine Diskussion, aber wenn das Verfassungsgericht was entscheidet, dann, weil es das Verfassungsgericht ist, diskutieren wir alle darüber, aber wir diskutieren darüber, ja. Mhm. Und der Gedanke, dass das also nun irgendwie was Böses wäre, zu meinen, die haben falsch entschieden. Gut,
Demokratie ist manchmal ein bisschen lächerlich. Das heißt, wir sind der Meinung, die haben falsch erschienen und haben unbelastet von jeder Sachkenntnis. Ja. Mhm. So, aber so ist das nun mal so. Und dann wollten wir also in der Gemeinde entsprechende Formen haben. Und die erste Form war Teestube. Das heißt, wir haben einfach uns irgendwo hingesetzt, in irgendwelche Räume, haben Tee angeboten, unsere Freunde kamen und dann haben wir diskutiert. Und die älteren Leute sagten, da wird das Evangelium zerredet. Das verkündigt man. Ja, das predigt man. Mhm. Das heißt, man bietet das Evangelium an und der andere sagt dann ja oder nein. Ja, ja, wir haben natürlich die Welt nicht verstanden, weil wir taten so überhaupt nichts. Mhm. Es gab gar nichts, was wir auf die Weise weitergegeben haben. Die, die das taten, waren unsere Lehrer. Die unterrichteten noch so. Mhm. Ja? Mhm. In den Gemeinden wurde das vielleicht getan. Aber für uns waren das war wie alte Leute das machten. Ja. Wir diskutierten über alles und wussten nicht, warum wir dann ausgerechnet über Gott, Jesus nicht diskutieren sollen. Jetzt bin ich wieder beim Thema. Ja. Die, die das nicht gemacht haben, haben nicht mehr über Gott und Jesus geredet. Ja. Ja, weil ihnen keiner zugehört hat. Ja. Sie konnten das gerne weiter so machen. Ja. Ja. Aber die Zuhörer waren weg. Also unsere, die alten Leute haben immer noch zugehört. Aber meine Altersgenossen haben nicht zugehört, wenn ich eine halbe Stunde am Stück geredet habe, ja. So, also hatten wir diese super erfolgreichen Teestuben und was damals so alles gab, mit denen wir diskutiert haben. Ja, wir haben statt Vorträgen angefangen, es hat sich alles inzwischen wieder abgeschliffen, statt Vorträgen Diskussionsveranstaltungen an Tischen diskutieren und so, ja. Mhm. Und die Gemeinden waren kurz vor der Spaltung, ja. Weil das für die älteren Leute war da so fix, dass man damit das Evangelium zerredet. Ihr stellt doch Gottes Wort auf eine Stufe mit jedem beliebigen Durcheinander, wenn jeder gleich viel reden darf. Mhm. Ja, so. Ja, ich muss sagen, heute ist das also aus Märchenbuch, wenn man sich das anhört. Yeah. Man kann sich irgendwie vorstellen, dass es mal so war, aber es ist aus dem Märchenbuch. Aber das hat mir damals schon gezeigt, wenn ich nicht bereit bin, den Kommunikationswegen zu folgen, die jedermann benutzt, ist das Evangelium einfach raus? Ist Gott raus? Ist das Thema weg? Mhm. Ja, weil ich mein Gegenüber, was soll ich denn machen? Soll ich die zwingen? Ich kann ja keinen in Gottesdienst zwingen und sagen, du musst jetzt aber einer einstündigen Predigt zuhören. Außer, ich wäre so, was soll ich mal sagen, irre zu sagen, ich weiß von Gott persönlich, dass das so ist. Aber auch da muss ja irgendjemand haben, der mir das glaubt. Ich habe gerade überlegt, ob ich dieses kleine Fass aufmachen soll oder nicht, aber ich würde es eigentlich gerne mal probieren, weil ich sitze ja jetzt hier einem Ethiker gegenüber und jetzt habe ich ja, also ich verstehe, dass man früher quasi Evangelium wird von der Kanzel verkündet, die anderen hören zu, das ist Einbahnstraße, so wird gesendet und die anderen können empfangen, fertig. Und dann kommt eine neue Generation und die sagt, Moment mal, wir debattieren über alles und das ist quasi ein gegenseitiges Ping-Pong und ein Austausch, eben nicht mehr nur senden, sondern auch senden und empfangen. Ne, so, ja. Und jetzt ist sozusagen, dass dieses Senden und Empfangen, dass der Marktplatz sozusagen, sind nicht mehr irgendwelche Offline-Gebäude sozusagen, wo man hingeht, sondern das sind Online-Plattformen. Meine Schwierigkeit ist sozusagen aus der ethischen Brille betrachtet, dass diese Plattformen, auf denen zentral diese Gespräche stattfinden, dass es wenige Plattformen gibt, die von sehr wenigen Menschen beherrscht und kontrolliert werden und dass deren Geschäftsmodell, aus meiner Sicht ehrlich gesagt, also wenn wir jetzt Facebook nehmen, wozu Instagram und WhatsApp gehören zu dem Konzern, dann halte ich dieses Geschäftsmodell für nicht besonders ethisch, weil das Geschäftsmodell basiert darauf, wir können das Produkt kostenlos nutzen sozusagen als Angebot. Es ist aber nicht kostenlos, wir bezahlen, nur wir bezahlen halt mit unseren Daten. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir selber, und jetzt kommt halt dieser Transfer, dass wir eigentlich das Produkt sind, weil es geht ja darum, mit Werbung Geld zu verdienen auf Instagram und auf Facebook. Das heißt, das Geschäftsmodell von Facebook basiert darauf, zu sagen, ich will Geld verdienen, also brauche ich ein Produkt, das ich verkaufen kann. Das Produkt sind die Nutzer mit ihren Daten. Die verkaufe ich an die Werbekunden, an die Werbeindustrie. Und das aus meiner Sicht degradiert den Menschen mit seiner Menschenwürde zu einem Produkt. Und deswegen geht aus meiner Sicht genau an der Stelle die Menschlichkeit und damit die Würde verloren. Und das ist das, was ich persönlich als unethisch empfinde. Also da würde ich antworten, Punkt 1, das ist nie anders gewesen.
Die öffentliche Kommunikation hat immer mit Wirtschaft zu tun gehabt. Ja? Früher sind Wahlkämpfe meinetwegen im Fernsehen entschieden worden, viel mehr als heute. Ja? Das Fernsehen ist aber auch nie ein ethisch freier Raum gewesen. Im Fernsehen ging es auch immer nur ums Geld. Ja? Und Radio, alle diese Kommunikationsmedien, ja? Bücher. Ja? Es hat Zeiten gegeben, da waren viele der reichen Leute Buchautoren. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Es gibt ja noch ein paar Leute, die dadurch reich werden, aber das war mal, ja. Zeitungen. Ich habe gerade eine Geschichte Amerikas gelesen und bei den ersten Wahlen, die Zeitungen sind in Amerika entstanden für Wahlkämpfe. Jede Richtung, jeder Präsident hat versucht, seine eigene Zeitung aufzumachen. Fand ich sehr interessant, weil das ein bisschen erklärt, warum das in Amerika immer noch so ist. Dass eine Zeitung, was ja bei uns so gar nicht ginge, jede anständige Zeitung erklärt am Anfang vom Wahlkampf, welchen Kandidaten sie unterstützt. New York Times und so, das gehört zum guten Ton, ja. So. Ja, aber ich meine, da kann sich natürlich vorstellen, damit war also diese Verquickung, die es in Amerika sowieso gibt, Wahl und Wirtschaft, waren die Zeitungen alle mit drin und sind sie bis heute alle mit drin, ja. Müsste ich jetzt sagen, jedes Mal, wenn ich also eine Anzeige in der Zeitung schalte, jedes Mal, wenn ich da einen Artikel veröffentliche, jedes Mal, wenn ich mitspiele, dass die über einen Gottesdienst einen Bericht schicken, ja, das würde ich sagen, da ist jede Generation drin gefangen. Und ich würde da zwei Sachen unterscheiden. Die eine Frage ist, über die haben wir jetzt diskutiert. Wenn wir mit den Menschen über Jesus, über Gott, über unseren Glauben reden wollen, ja, dann geht das nur da, wo sie sind. Ob ich will oder nicht, ja? Ja, okay. Ja, das ist die eine Frage. Die andere Frage ist das alles, was wir zu bieten haben, ja? Dass wir so, und da würde ich natürlich sagen, die Kirche, die Gemeinde Gottes, die sollte nie nur diese Seite haben, dass sie interessiert ist, die Botschaft von Jesus möglichst überall hinzubringen. Ja, und das heißt eben de facto erstmal immer da, wo die Leute sind. Ja, und das war ja meine Erfahrung Sondern jetzt kommt was jetzt die Teestube zum Beispiel ist, die war ja nicht einfach, in Debattenclubs zu gehen, die es damals auch in Massen gab, wo es dann wieder schwierig war, dieses Thema anzubringen. Wir haben unsere Alternative geschaffen, ja, und da glaube ich, sind Christen in einigen Teilen der Welt, längst nicht überall, und aber dazu gehört leider auch unserer unglaublich uninnovativ. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das eigentlich, wenn man nicht innovativ ist und vordenkt, sagt man da schlafend oder was weiß ich. Ich glaube, im Sinnesmilieu ist es dann so die Traditionalisten. Ja, gut, ich weiß nicht, ob das, also auf jeden Fall dieses Bewusstsein, dass wer eine Alternative schaffen will, eben immer Vordenker sein muss. Ja, das heißt, wenigstens mal gedacht haben muss, wie es denn auch aussehen könnte, was man früher in der Philosophie Utopia nennt. Ja, etwas, von dem man weiß, das bezahlt mir jetzt hier im Moment keiner, aber wie machen wir das eigentlich? Ja. Und da, glaube ich, sind wir schon teilweise fröhlich am Schlafen. Ich sehe, dass es solche Möglichkeiten gibt. Wir haben jetzt gerade diese neue Jesus-Serie, die mit Crowdfunding finanziert worden ist. The Chosen. Ja. Ja. Und sowas finde ich super, habe ich auch schwer unterstützt, weil das nimmt für eine ganz alternative Geschichte trotzdem sehr moderne Wege wahr. Wie in diesem Falle Crowdfunding. Das Crowdfunding, aber da machen wir uns natürlich nichts vor. Es sind natürlich überwiegend fromme Leute, die das machen. Weil beim Crowdfunding eben nicht die Investmentbanker sich engagieren und sagen, da steckt das und das drin. Ja, also eine super Idee. Und da würde ich eben sagen, die Kirche hat einige Möglichkeiten, die andere, die eine Alternative schaffen wollen, nicht haben. Und das betrifft zum Beispiel die Finanzen. Wir können Finanzen für Alternativen aufbringen, die nicht automatisch gleich an Werbung und Geldverdienen hängen.
Ja? Mhm. Wo andere Bereiche, andere Menschen in anderen Bereichen gar keine Möglichkeiten haben, weil sie gar nicht zu so einem Netzwerk gehören. Wir gehören alle zu Clubs, wo es Millionen von Menschen gibt, die gerne mal was springen lassen für irgendeinen guten Zweck, ohne was zurückhaben zu wollen. Und da gehören für mich Überlegungen dazu, was gibt es denn an Plattformen, an technischen Plattformen, die die Möglichkeit schaffen, zumindest eine derartige Dominanz von rein wirtschaftlichen oder auch von Werbungsfragen zu verhindern. Wie könnten die denn aussehen? Hm. Ja, ich kenne Christen in Amerika, in Asien, das ist ein Thema. In Asien gibt es für christliche Jugendliche eine eigene Plattform, wo die sich eben unterhalten können und die sind völlig werbungsfrei. Und das wird natürlich finanziert von Gemeinden, die da mal was springen lassen. Damit das möglich ist, das können natürlich die Jugendlichen selber nicht bezahlen. Ja. Aber da sage ich, die Kirchen können sich noch sowas leisten, ja, weil wir, für, wenn wir davon überzeugt sind, dann noch Gelder aufbringen können. Allerdings gibt es ja auch immer wieder, selbst auch bei Suchmaschinen, allen möglichen, gibt es ja immer wieder mal ein paar Anbieter, die echte Alternativen probieren und zeigen, dass das eben auch technisch möglich ist. Ja, definitiv spannendes Thema. Also es sind für mich immer zwei Sachen. Das eine ist, wie gesagt, man glaubt es ja kaum. In den 60er Jahren habe ich das noch erlebt. Da hat sich ein Frommer auf den Marktplatz gestellt, über Jesus geredet und plötzlich hatte der 500 Leute, 1000 Leute drumherum stehen. Mhm. Anton Schulte, heute Missionswerk Neues Leben. Also einige von diesen Altvorderen, die solche Missionswerke gegründet haben, die sind dadurch bekannt geworden. Ja, wär heute vollkommen undenkbar. Mhm. So, also ist für mich die Methode auf dem Marktplatz stehen und predigen raus. Sie ist aber nicht unmoralisch. Wo sie funktioniert, ist sie deswegen gut, weil da sind die Leute und hören zu. Ja, ja. Ja, nur wenn sie nicht mehr zuhören, sind sie eben weg. Also sagen wir es mal so, ich glaube, ich würde dahingehend total zustimmen zu sagen, wer missionieren möchte und mit diesem Auftrag sozusagen dort reingeht, warum nicht? Spricht überhaupt nichts dagegen. Ich glaube tatsächlich, was halt häufig passiert ist, dass man sich vereinnahmen lässt und dass anstatt man es zu benutzen, man von diesen Algorithmen zum Beispiel benutzt wird. Ja. So sehr ich das auch spannend finde, vielleicht machen wir das, wenn wir ganz, ganz viele Zuschriften bekommen, dass wir beide uns nochmal zu diesem Thema ausführlich unterhalten sollten. Warum nicht? Dann können wir gerne nochmal nachlegen. Ansonsten würde ich sagen, habe ich noch so ein paar andere Fragen. Ja, immer zu. Wir sind schon mittendrin und doch muss ich noch einmal ausholen, dass, und dann hat man, glaube ich, also ich habe ja schon erwähnt, was sie alles da so im Internet betreiben und machen und nicht nur im Internet, sondern eben auch darüber hinaus. Und ich glaube, bei den Berufsbezeichnungen, die man über sie so findet, da wird spätestens deutlich, dass es schwierig ist, in Anführungszeichen, die Person Thomas Schirmacher irgendwie in einem Satz zusammenzukriegen. Ich habe 11 Berufsbezeichnungen gefunden, nämlich reformierter Theologe, Ethiker, Religionssoziologe, Kulturanthropologe, Autor, christlicher Moralphilosoph, anglikanischer Bischof, Menschenrechtsexperte und in diesem Zuge auch Präsident der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, IGFM, Bischof und neuerdings auch Generalsekretär der weltweiten Evangelischen Allianz. Welcher der Bezeichnungen ist Ihnen am wichtigsten? Das kann ich Ihnen ganz einfach sagen, nämlich der Bischof, und zwar jetzt nicht, weil der Bischof Autorität hat, also ob es der Pastor oder Missionar oder wie auch immer der ist. Ich bin überzeugter Christ und dass es der Gemeinde gut geht, das ist mein Lebensinhalt. Alles andere kommt auf Platz Nummer 2. Ja. Mhm. Und ich bin jetzt in meiner Rolle so eine Art Megapastor. Und ich weiß, dass man einen Laden mit 600 Millionen Leuten, und die sind ja real, beziehungsweise wahrscheinlich sind es noch mehr. Also die Leute, wenn ich einen Satelliten hätte, na gut, da hätte ich auch nur die Hälfte. Also die sind sonntags morgens, sitzen die effektiv irgendwo in der Kirche, ja. Mhm, was schon nicht mal ganz richtig ist, weil es ja durch alle Zeitzonen durchgeht. Also sitzen die, ja, so. Ja. Das ist ja real. Und wenn man sowas hat, kann man sich natürlich aus Politik, Medien, aus sowas nicht vornehm zurückhalten und so tun, als wäre das jetzt ein kleiner Hauskreis, wo wir alle nett zueinander sind, ja. Mhm. Das ändert aber nichts daran, dass der Kern der ganzen Geschichte ist meine Beziehung zu Jesus Christus. Und dass ich jedem Menschen wünschte, er hätte die auch. Und ich weiß, dass wir als Christen, die wir diese Beziehung haben, von diesem selben Jesus Christus die Aufgabe haben, aufeinander ein bisschen aufzupassen. Auf Altdeutsch im Paulustext einander zu ermuntern und zu ermahnen. Ich bin aufgewachsen zu einer Zeit, wo das Ermahnen ein bisschen viel stattfand und das Ermuntern fast gar nicht. Aber das ändert nichts daran, ich sag mal, aufeinander ein bisschen aufeinander aufzupassen. Ja, so. Aber
Die anderen Sachen sind natürlich zum Teil meine Interessen, aber ergeben sich auch daraus. Wenn Sie alles nehmen, können Sie es am Ende in 4 Schubladen tun. Das eine ist alles, was mit Gemeinde und mit Mission zu tun hat. Der zweite Bereich ist der ganze Bereich Soziologie, Kulturanthropologie, Ethnologie. Das ist mein Hobby, das ich zum Beruf gemacht habe und was ich heute natürlich sehr, sehr gut nutzen kann. Ich finde die Vielfalt der Menschen einfach faszinierend. Die Vielfalt der Sprachen, die Vielfalt der Kulturen, die Vielfalt. Bei mir wird ja inzwischen praktisch immer, wenn ich irgendein Land besuche, wird darüber berichtet. Und was da fast nie rüberkommt, ich für mich besuche nicht Laos, sondern bestimmte Ethnien, Völker, Sprachen in diesem Land. Mhm. Ja? Mhm. Ich für mich führe keine Liste, in wie vielen Ländern ich war, sondern wie viele. Nicht mehr wahrscheinlich, oder? Hm? Also nicht mehr, weil sie waren jetzt halt irgendwie schon, ja, waren sie in allen, ja, Ländern schon? Ja, mir fehlen im Pazifik noch ein paar, ja, sehr kleine Inseln. Also sehen Sie, ja, ein bisschen wird halt dann vielleicht doch noch. Ja, nein, aber ich sage, mein Blick auf die Welt ist nicht die politische Einteilung. Okay. Ja? Ja. Und auch bei der weltweiten evangelischen Allianz ist das bekannt, dass ich viel lieber vorstelle, unsere Gruppe nicht mit 143 Mitgliedsallianzen und dann Partnerorganisationen in den restlichen Ländern, sondern dass unsere Kirchen mehr als 1000 Sprachen sprechen. Mhm. Das sage ich sehr gerne, ja, weil das auch eben vermittelt, dass das ohne eine, ja, was soll ich mal sagen, ohne eine gewisse Demokratie, wenn man das alles ernst nehmen will, dann darf man nicht nur sagen, die Länder des globalen Südens müssen irgendwie mehr zu melden haben, sondern innerhalb so einem Land gibt es dann eben schnell mal irgendeine Ethnie, die alles an sich gerissen hat. Mhm. Und ich will dann die anderen auch noch am Tisch sitzen haben. Also das ist alles, was diesen Bereich, wie sich die Gesellschaft einteilt, aufteilt. Dazu gehört natürlich auch sowas wie, sagen wir mal, eine Sinusstudie, die nicht jetzt nach Ethnien und nach Sprachen geht, aber letztendlich natürlich trotzdem nach, was Menschen gemeinsam haben, die verschiedenen Gruppen, ja. Ja. Und mich hat das auch hier in Deutschland schon immer fasziniert, die vielen verschiedenen Völker, die hierher kommen und wie ganz unterschiedlich die sich automatisch integrieren von ihrer Kultur her, ja. Mhm. Die Koreaner, die verschwinden fast in der Wirtschaftswelt. Das sind so gute Geschäftsleute, zack, die Kinder werden getriezt bis sonst was, die sind in der Schule fast immer die Besten, alles integriert. Kaum eine Kultur hat aber so ein völlig eigenes Leben in der Heimatkultur zu Hause. Mhm. Das heißt, da die Familie ist völlig koreanisch. Ja, also da gibt's überhaupt keine, auch wenn die 40 Jahre hier sind, das, ja, so. Und sowas finde ich einfach faszinierend. Das dritte ist der Bereich Menschenrechte, was für mich mit Glauben an Gott und mit der Vielfalt der Menschen untrennbar verbunden ist. Die Menschenrechte sind halt das Einzige, was derzeit weltweit sowas wie einer Universalethik nahekommt, ja. Damit sage ich nicht, alles, was Menschenrechte heißt, ist gut, sondern im Gegenteil, das ist für mich die zentrale Stelle, wo Christen mitmischen müssen, nicht nur für Menschenrechte zu sorgen, sondern überhaupt erstmal mitzudiskutieren, welche Menschenrechte gibt es denn eigentlich. Ja. Und da glaube ich schon, dass wir, so sehr wir Menschenrechte unterstützen, zum Teil ja nun in der Geschichte der Menschenrechte auch im guten Sinne mittendrin waren, haben wir eben auch unsere eigene Sicht da drauf und müssen da manches an Korrektur anbringen. Das ändert aber nichts daran, es ist einfach untrennbar. Es fängt natürlich mit der Religionsfreiheit an. Wer so für Mission ist, der muss sich natürlich damit beschäftigen, wo darf man das nicht, was macht man, wenn man es nicht darf. Und ich müsste mich mit jeder Menschenrechtsverletzung alleine deswegen beschäftigen, jede Art von Menschenrechtsverletzung, weil sie unseren Leuten vorkommt. Das heißt, wenn jetzt in irgendeinem islamistischen Land, nehmen wir Afghanistan, ja, weil es gerade aktuell ist, und wenn da also Leute vom Islam zum Christentum rüberwechseln, die werden ja nicht einfach diskriminiert, sondern ja, die werden dann eben gefoltert, die verlieren ihren Beruf, allein dadurch müsste ich mich mit jeder Phalanx beschäftigen, ja. Mhm. Da bin ich auch froh, sagen wir mal sogar stolz darauf, dass fromme Christen an der Stelle in aller Welt ganz, ganz vorne mitmischen. Das ist für mich, es geht kaum anders. Und es ist eben auch die Stelle, wo unsere Werte, unsere Ethik, die wir vertreten, öffentlich darstellbar ist. Und für mich ist Ethik nie nur gewesen, dass wir uns Christen gegenseitig irgendwie sagen, das darfst du und das darfst du nicht, weil Gott uns eben anders geschaffen hat.
Ja, Gott hat uns geschaffen, hat gesagt, arbeitet mal schön. Ja, bin ich in der Arbeitswelt, bin ich nicht im Gottesdienst. Ja, Gott hat gesagt, hab mal Familie. Ja, ist auch nicht Gemeinde. Ja, Gott hat uns gesagt, wir sollen Suche der Stadt Bestes. Wenn jemand keinen Bock auf Politik hat, soll er das anders nennen. Das ändert nichts daran. Nach 10 Jahren soll es so sein, dass nicht alles sagt, Mann, wäre besser gewesen, der wäre nie hierher gezogen. Ja, sondern dass ich irgendwo das Beste für die Stadt gesucht habe und sich das bemerkbar macht. Ja. Und das rutscht dann natürlich sofort in die Politik rüber. Das ist mein 4. Bereich, wo man das sehen kann. Das ergibt sich einmal aus der Größenordnung. Ich bin ja nur schon länger mit der weltweiten Allianz verbunden. Und wenn man irgendwo, das machen sich manche nicht klar, wenn ich ein Land habe und 25% der Wähler sind fromm, ob ich das mag oder nicht, bin ich mittendrin in der Politik. Ja. Und das kann sehr unangenehm sein. Es kann sein, dass es nicht so direkt negative Folgen hat, wie es zuletzt in Amerika hatte. In vielen Ländern ist es so, in Brasilien beispielsweise, gibt es mehr Evangelikale im Parlament, als prozentual nach der Bevölkerung da eigentlich sein sollten. Okay. Die sitzen aber zur Hälfte, gehören die zur Regierungspartei und zur Hälfte zur Opposition. Ja. So. Ja, das ist also keine ungewöhnliche Situation. Da stehe ich auch dazu. Evangelikale waren sich bei Politik noch nie einig und wir haben bestimmte Werte, die wir für unantastbar halten, aus denen ergibt sich aber nicht automatisch eine Parteipolitik. Ja. Das fängt ja damit an, ob ich die Rettung der Welt, die Schöpfung bewahren, 1. Kapitel der Bibel, oder die Familie, 1. Kapitel der Bibel, oder die Arbeit, 1. Kapitel der Bibel. Was davon ist die Nummer 1, nach der ich eine Partei aussuche? Und wenn ich jetzt hier in Deutschland nehme, habe ich 3 Themen genannt, dann müsste ich 3 Parteien für wählen. Ja, und ich kenne keinen Evangelikalen, der mir also nun vorrechnen kann, was in Gottes Augen offensichtlich so viel wichtiger ist als das andere, dass ich gar nicht nachdenken muss, wen ich wähle. Ja, von da würde ich also deutlich unterscheiden über die Menschenrechtsfrage. Und so rutscht man in die Politik rein, hat man eine große Menge von Christen auf dem Haufen, ist man in der Politik drin, ob man will oder nicht. Aber ich würde das scharf abgrenzen von, da bin ich mit all denen einverstanden, die sagen, ich kann mit der Bibel in der Hand keine Politik machen. Ja. In dem Moment, wo ich das in einem Staat umsetze, so wie ich sagen würde, ich bin für Demokratie, aber ich kann aus der Bibel keine demokratische Verfassung ableiten. Ja? Und ist das Modell von Amerika gut? Naja, im Moment bezweifeln wir das alle. Ja, der gute Mann ist aber 4 Jahre dran, wenn er, oder die gute Frau. Und wenn er Pech hat oder Glück hat, kann er noch mal 4 Jahre, dann ist er raus. Ja. Frau Merkel hat jetzt nicht als erster Bundeskanzler 16 Jahre hingelegt. Ist das undemokratisch? Dafür kann sie aber jeden Tag rausgeschmissen werden. Ja, und wenn ich jetzt frage, was ist besser, sage ich, können wir als Christen nur mit Erfahrungswerten arbeiten, wie jeder andere auch. Das steht da nicht. Ja, also das würde ich deutlich unterscheiden. Aber trotzdem ist also Punkt 4, ist Politik nicht, weil ich ein Politiker bin und gerne eine Politik machen will, sondern weil ich das einfach nüchtern sehe. Also ich habe schon rausgehört, sozusagen gemeine Mission, Soziologie und Menschenrechte, da haben Sie auch eine Leidenschaft für und Politik ist so ein bisschen ein notwendiges Übel, denn wenn Ihnen das andere wichtig ist, dann kommen Sie gar nicht drum herum. Ja. So. Ja, ist ja auch okay. Es gibt natürlich noch weitere Berufsbezeichnungen, Verleger und, ne, so, aber mal so im Groß sozusagen merkt man schon. Ja, also das ist keine Frage, ich bin kein Politiker. Ja. Ein Politiker ist für mich dann jemand, der das eben zu seiner eigentlichen Aufgabe macht. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt also beispielsweise mich in den Bundestag wählen lassen wollte und Abgeordneter, dann müsste ich einige der Sachen, die ich mache, aufgeben. Ja. Ja? Ich glaube, als Bischof, auch als Pastor, auch schlicht und einfach als Christ, sich in der Politik einzumischen, ist normal. Ich tue es sowieso. Das heißt, ich habe ja eine politische Meinung und nichts in der Bibel sagt, ich sollte keine Meinung haben. Ja, und ob ich die nur mit meinen Freunden und Nachbarn am Tisch diskutiere oder im großen Stil, es ist unvermeidlich. Ja, ich kann ohne das nicht leben. Aber ich glaube sehr strikt nicht nur an die Trennung von Kirche und Staat, sondern auch an die Trennung von Familie, Wirtschaft, Kirche und Staat. Okay. Und bin der Meinung, ein Wirtschaftsboss sollte eben nicht Bundeskanzler sein und ein Bischof sollte nicht Bundeskanzler sein. Ein Bundeskanzler sollte aber auch keine gemeindeleitende Funktion haben. Ja? Mhm. Ein Bundeskanzler kann in einer örtlichen Gemeinde, kann der sich als Presbyter wählen lassen. Dann muss er aber unmissverständlich klar machen, dass er seine Autorität als Bundeskanzler hier am Tisch eben nicht hat, sondern wie jeder andere da drin ist. Ja. Ja.
Und deswegen, es gibt zwar von mir so ein witziges Bild auf meiner Humorseite. Im österreichischen Parlament habe ich mal für ein Foto auf dem Präsidentenstuhl oben gesessen. Und der Fotograf hat das dann im Internet eingestellt mit dem Untertitel: Endlich ist die Scheißtrennung von Kirche und Staat beendet. Ja. Aber das wäre für mich konsequent. Also wenn ich in den Bundestag gehen würde. Dass oder Sie genau das nicht wollten. Ja. Dann würde ich sagen, dann will ich keinen. Die meisten Kirchen der Welt haben das ja ganz offiziell. Mhm. Ja. Das wäre also ein offizielles politisches Amt bekleiden will, der kann nicht gleichzeitig ein kirchenleitendes Amt haben. Mhm. Ja. Ich war ein bisschen fast schon überrascht sozusagen, dass Sie Bischof gesagt haben. Weil ich hätte jetzt ehrlich gesagt eher gedacht, dass Sie den Generalsekretär der weltweiten evangelischen Allianz nennen, weil das irgendwie so ein, das erscheint so ein sehr großes Amt zu sein. Also würden Sie das aber als beruflichen Höhepunkt betrachten, diese Berufung? Oder sagen Sie schon, nee, also Bischof ist nach wie vor das? Also es ist überhaupt keine Frage, dass beim General, also ich bin ja lange bei der weltweiten Allianz dabei gewesen und habe vorher immer die Möglichkeit gehabt, das Management des ganzen Ladens, das haben andere gemacht und ich konnte mich konzentrieren auf das, was ich machen wollte. Das war eine Menge, aber ich musste kein Fundraising machen und ich musste nicht jeden Tag irgendwelche Leute interviewen, ob ich sie anstelle oder entlasse und solche Sachen. Ja. Und deswegen hätte ich noch vor einem Jahr, also vor der Corona-Krise, bevor die anfing, hätte ich gesagt, ihr könnt mich mal, ja. Was das Amt anbelangt. Was das Amt belangt, das wollen Sie nicht, weil es für mich viel zu viel. Bei Menschen feuern ist jetzt nicht so Ihre Leidenschaft. Das sowieso nicht. Nein, aber ich könnte, also wenn ich jetzt in irgendein Komitee berufen wurde, um irgendwie eine Stelle auszuschreiben, das zu machen, das konnte ich mal machen. Ja, aber was mir von meinem Typ her völlig gegen den Strich geht, ist sowas jeden Tag zu machen. Oder auch praktisch gezwungen zu sein. Die Stelle X muss besetzt werden. Und das ist natürlich jetzt in meiner Situation. Ich bin am Ende derjenige, der unterschreibt. Also muss ich entweder irgendwelchen Leuten blind vertrauen oder ich muss es eben machen. Ja? So. Und ich hätte auch immer gesagt, von den, na, sagen wir, Gaben und Fähigkeiten, die Gott mir gegeben hat, ist so ein Amt, was eben sehr viel mit Management zu tun hat, das ist einfach nichts für mich. Ich bin jemand, der gerne inhaltlich arbeitet. Ja. Und jetzt sind Sie es doch. Ja, jetzt was sich natürlich geändert hat, einmal ist ganz banal, ich habe 2019 55 Länder besucht, ja, und wusste, du musst jetzt mal irgendwie eine Auszeit nehmen und nachdenken, was du mit dem Rest deines Lebens anfängst. Ja. Dann kam Corona. Und die kamen dann also zwangsweise. Es kam dazu, weil ich plötzlich so viel Zeit hatte, konnte ich auch zu den Ärzten wetzen und zwei übrigens muslimische Ärzte, für alle, die meinen, die Muslime sollten das Land verlassen. Ja, also ich habe zwei muslimische Ärzte gefunden, hier in Bonn gefunden. Okay. Ja. Der eine hat meine Augen wieder flott gemacht und der andere mein ganzes Atmen. Der hat ein Schlaflabor und hat sich das angeguckt und so. Beides als echte Weltklasse-Leute, die mich also da wieder fit gemacht haben, sodass ich mich wirklich viel dynamischer fühle. Ich hätte immer gesagt, ich stehe das körperlich gar nicht durch. Ja. Okay. Und manche sagen dann 55 Länder, da bist du doch schon am Anschlag. Mhm. Aber es war halt eine Situation, ich habe aber trotzdem selber entschieden. Wenn es mir zu viel war, bin ich eben nicht wieder gereist. Ja. Ich habe die Reisen abgemacht. Der Generalsekretär hat schon mal das halbe Jahr den Kalender vollstellen mit Sachen, wo ihn gar keiner fragt, ob er das will oder nicht. Also formell habe ich natürlich, juristisch habe ich das Recht, Nein zu sagen. Ja. Aber de facto kann ich kaum fehlen. Ja. Ja. Was interessanterweise für mich der Schwenk war, weil ich nur, also zu dem Zeitpunkt war ich also 60, und habe so ein bisschen die Zukunft abgesehen, ich kann nicht mehr ganz so viel machen. Und das war schlicht und einfach das Wissen, dass in dieser Situation man ganz wesentlich darüber entscheidet, wer denn die Chance bekommt, was zu machen und was nicht. Ja. Und ich habe gesehen, dass das in der frommen Welt manchmal noch sehr schief läuft. Das heißt, die Kriterien, nach denen man guckt, sehr wenig mit der Realität zu tun haben, sondern so, wie es immer gewesen ist. Ich nehme mal das banale Beispiel mit Frauen. Auch bei uns war es so, es gab einen wachsenden Anteil von Frauen, aber dann eben klassisch über, wir müssen jetzt mehr Frauen haben.
Und also sowas wie Frauenquote. Ja, so wie Frauenquote, die würden natürlich offiziell keiner zugestehen, de facto, ja. Aha. So. Und ich mir gesagt habe, ich kenne Frauen, die wir dringend gerade auch international in Leitungsaufgaben brauchen, die Zugang zu bestimmten Sachen haben, die Sachen einfach wirklich gut können. Und die haben keine Chance und die haben sie auch nicht automatisch, wenn irgendjemand sagt, Frauenquote. Ja. 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 Sondern, sage ich offen, ich habe also lange Zeit das beobachtet. Ich habe das selber erlebt, schon als Jugendlicher. Und ich erinnere mich, als ich hier Allianzvorsitzender in Bonn war, hatten wir mal ein Treffen und dann sagte einer der Herren, und ich, also wie gesagt, ich war Allianzvorsitzender, moderierte die Sitzung. Mhm. Und dann sagte einer plötzlich, warum eigentlich immer die jungen Leute so viel reden müssen, ob die nicht mal den Älteren Vortritt lassen können. Und ich war 34 Jahre und fühlte mich alles als jung. Mhm. Und aber in der frommen Welt war ich mit 34 als in der Leitungsfunktion natürlich, ja, und da habe ich das erste Mal begriffen. Ich bin gewählt worden, weil ich die Arbeit mache. Die wollte keiner machen. Ja, ja. Das durfte ich machen. Ich war so blöd. Ja, so, aber bitteschön. Ja, so. Und das ist das, was mir im Moment beim Generalsekretär einen Riesenspaß macht, dass ich Leuten eine Chance geben kann, von denen ich weiß, die würden im normalen Räderwerk kaum eine bekommen. Und ich habe nur das Beispiel mit Frauen genommen. Ist natürlich genauso Kulturen, haben wir genauso die Situation, wenn es um einen Posten geht, ein Amerikaner und ein deutscher Kandidat sind immer da. Und es gibt bestimmte Kulturen, die wir dringend mit am Tisch brauchen, die entweder rein kulturell nicht vorpreschen oder die, bei Corona ändert sich das ein bisschen, aber etliche hatten einfach nicht das Geld zum Reisen, sind dadurch nicht bekannt geworden und haben deswegen am Ende auch nie eine Chance gekriegt. Mhm. Ja. Und das war mir plötzlich schlagartig klar, dass ich nicht mal nochmal 60 Jahre lebe, ja. Und dass ich jetzt eine einmalige Chance habe, wenn ich das mache, eine Menge Leute in Stellung zu bringen, die uns voranbringen können. Und das Zweite, ich habe viel Zeit mit Leuten geredet, wie man sowas macht. Und dabei begriffen, auch das, was ich beim Zeitmanagement gesagt habe, ist wieder eine Managementfrage, ja. Und ich bin jetzt ein halbes Jahr im Amt. Und habe zwei Stellvertreter und die machen inzwischen fast alles, was Routine ist. Okay. Ja? Ja. Weil ich ja als Generalsekretär praktisch über die Struktur selber nachdenke und ich habe bei dem Nachdenken und dann sagen, ich muss ja das und das und das machen, praktisch immer in den Strukturen meiner Vorgänger gedacht. Ja? Sind Sie jetzt sozusagen als Generalsekretär dann eher, also weniger Benedikt-Style und mehr Franziskus-Style? Ja. Ja, gar keine Frage. Also ich bin erstens für alles zuständig. Wenn irgendeiner sagt, das geht nicht, dann laufe ich zur vollen Vorwurf. Dann bin ich da sagt, das wollen wir ja nochmal sehen. Ja. Okay, okay. Für innovative Sachen, mit denen keiner gerechnet hat. Ich habe jetzt angefangen, ein weltweites Netzwerk aufzubauen, wo die Allianz kooperiert mit großen islamischen Organisationen, die für Religionsfreiheit und Menschenrechte sind. Mhm. Das heißt also Dialog, aber von vornherein klar gesagt, wir wollen mit Leuten zusammenarbeiten, die in diesen Fragen mit uns an einem Strick ziehen und dann anfangen, alles aufzurollen, wo diese Kombi Christen und Muslime sind sich in diesen Fragen einig. Das heißt, beide zusammen, ich meine jetzt nicht Muslime und Christen, sondern freiheitsliebende Christen und freiheitsliebende Muslime, mhm, bilden in einigen Ländern die Mehrheit. Und über die Schiene können wir das jetzt auch publik machen. Das Beispiel, wo das erste Mal gleich voll zuschlug, war leider nur Gambia. Aber immerhin leider nur, weil es nur 1 Million Einwohner sind. Mhm. Aber wo wir die Gegenentwicklung zu Nigeria, was ganz in der Nähe ist, losgetreten haben. Dafür habe ich jetzt die Zeit, die Energie, das kann ich machen. Weil die Arbeiten mit unseren vielen Mitarbeitern, die wir haben, die tagtäglichen Arbeiten, die ganze Pressegeschichte, Fundraising und so weiter, da werde ich mit reingeholt, wenn ich unverzichtbar bin. Aber mit dem Alltagsgeschäft habe ich gar nichts zu tun. Ja. Hm. Und die Zeit brauchte ich. Ich hatte keine Zeit nachzudenken, der Laden lief. Und dann ich habe praktisch in den Strukturen anderer gedacht und gesagt, wenn ich das mache, dann bin ich den ganzen Tag nur noch mit Sachen beschäftigt, die ich mein Leben lang habe versucht zu vermeiden. Ja. Also im Grunde sind Sie gut im Delegieren, weil Sie sich gerne sozusagen da überflüssig machen wollen, wo Sie eh keine Leidenschaft für haben, damit Sie freigesetzt sind für die Dinge, wo Sie sehr viel mehr Leidenschaft für haben. Ja, und ich bin halt ein innovativer Typ. Und man muss eben, ein guter Chef ist man nie, wenn man nur weiß, was man gut kann, sondern auch, was man nicht gut kann.
Und ich bin zum Beispiel jemand, der sehr gut darin ist, Leute zu begeistern, die richtigen Leute zu finden und eine Aufgabe zu stellen. Mhm. Ich bin eine Niete, einen Mitarbeiter 10 Jahre lang zu betreuen. Das ist einfach, ja, das kann man sich jetzt drüber aufregen und sagen, man müsste doch, man muss ja sagen, als Pastor müsste man ja eigentlich in der Lage sein, ja. Ich weiß einfach, ich werde den Leuten nicht gerecht. Ich werde ihnen einfach nicht gerecht. So. Und das habe ich früh gelernt, dass wenn ich was Neues anfange, ich habe nie etwas angefangen, wo nicht die Leute vom ersten Tag mit im Boot waren, die das weitergemacht haben. Mhm. Also man weiß das ja bei jeder großen Firma, bei den größten Firmen dieser Welt, die haben fast alle irgend so ein Genie, was vorneweg dappelt, aber sind oft nicht in der Lage, den Alltag einer Firma zu organisieren. Oder manchmal sogar noch nicht mal ihren eigenen Alltag. Und wenn man sich darüber im Klaren ist, funktioniert das gut. Ist man sich nicht drüber im Klaren, meint man weiß alles und kann alles, dann hat man den Chef, der seinen Mitarbeitern vorschreibt, welche Software sie zu benutzen haben. Und ich habe in meinem Leben noch nie einmal auch nur mitentschieden, welche Software benutzt wird. Weil ich sage, ich kann aus Bequemlichkeit sagen, welche ich am liebsten habe. Das ist aber im Regelfall die älteste, weil die finde ich nur gut, weil ich sie schon so lange benutze. Ja. Aber ich würde nie jüngeren Leuten, die also eine neue Software einführen und was ändern, verbessern, da mitreden, sagen, da habe ich schlicht und einfach keine Ahnung von. Und ich bin auch derjenige, der vielleicht jetzt die große Rede schwingt, weil man das jetzt brauchte. Und in einem Jahr nicht zur Verfügung steht, wenn sie nicht funktioniert. Bin ich auch nicht der Typ, der dann sagt, so, du bist schuld, du musst jetzt daran, ja. Also witzige Anekdote vielleicht an der Stelle, aber Spring Festival, als es noch ein RuPolding war, da waren Sie in einem Raum mit Wolfgang Barke. Grüße gehen raus an Wolfgang Barke. Ja. und sagten ihm ganz begeistert von ihrem MacBook, dass man auch 10.000 E-Mails in einer Sekunde durchsuchen könne. Ja. Und Wolfgang Barke war daraufhin so begeistert davon, dass er tatsächlich beim, also damals noch Christlicher Medienverbund CAP, dafür gesorgt hat, dass sie komplett von Windows auf Apple umgestiegen sind. Ja gut, und was ich ihm gesagt habe, dass wenn er das macht, er wegen der Software-Updates bestimmt 2 Stellen frei hat. Und die können dann, das war ja das Logo von der CAP, ja, mehr Evangelium in den Medien, ja. Die können dann tatsächlich mehr Evangelium in den Medien machen. Ich habe interessanterweise ihm nicht empfohlen, die zu entlassen. Ja. Später habe ich dann mal gedacht, da war ja ein bisschen so der Denkfehler drin. Wenn man da jemanden hat, der Software updatet und die Stelle wird frei, ist das wahrscheinlich nicht der dann lieber Texte formuliert oder Pressemeldung oder sowas, ja. Aber sie haben keinen entlassen, das war, ja. Genau. Aber interessant, ich muss jetzt nur schmunzeln, weil sie eigentlich gesagt hatten, so, Herr Software ist jetzt, da nehme ich lieber das Älteste und da bin ich nicht so der gute Berater. Aber doch hat es gereicht dazu, jemand anderen das gesamte Werk umzukrempeln. Ja, weil mir das natürlich jemand gesagt hat. Ja, ich sage, wenn man... Also Sie haben es ja weitergegeben, ja, und waren Sie eigentlich Influencer aber in dem Moment. Ein guter Chef muss wissen, er wäre nicht der Chef, wenn er nicht wüsste, was er gut kann. Mhm. Aber er muss eben auch konsequent wissen, was er nicht gut kann. Mhm. Ja? Und dafür sorgen, dass dann die anderen das auch wissen, dass sie das machen, weil da ein Problem ist. Mhm. Ja? Also ich nehme als Beispiel, ich bin nicht gerade Legastheniker, aber ich bin ein Weltmeister in Tippfehlern. Mhm. Ja? Und das hat einen ganz einfachen Grund. Ich bin eigentlich ein Redner, kein Schreiber. Und ich habe einen Mitarbeiter, der jetzt bei mir schon mehr als 2 Jahrzehnte ist, der kennt das von der Pike an. Wenn ich dann früher getippt habe, heute mit Computer ist das natürlich alles viel einfacher, früher getippt habe und dann stand da irgendwas, was überhaupt keinen Sinn macht, hat er den Satz einfach laut vorgelesen. Und dann wusste er, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, das heißt... Der kannte ihr Gehirn auch schon, ihre Denke. Ja, gut, aber ich habe das eben gesagt und deswegen habe ich ganz frühzeitig entschieden, von mir wird keine Seite veröffentlicht, die nicht jemand korrigiert hat. Aber das müssen sie über sich wissen und dann einem anderen das auch freigeben. Mhm. Ja? Und ich habe ja auch einen Verlag und ich kenne Autoren, bei denen das nicht so ist, wo man sich bei jeder Korrektur fragen muss, machst du sie heimlich, weil man muss es ja korrigieren, sagst es ihm nicht und hoffst, er kriegt es nie raus oder sagst es ihm und er ist sauer. Ja, es gibt Leute, die machen massig Fehler und können nicht zugeben, dass sie massig Fehler machen. Ja. Und deswegen sage ich, das muss man wissen und dann kann man, und dem habe ich dann aber gleichzeitig gesagt, und deine Aufgabe ist dafür zu sorgen, die Fehler
in immer weniger Zeit zu finden. Ja? Mhm. Und irgendwann gab es dann die Computer, dann hat er angefangen, ein Programm zu schreiben, in dem also meine häufigsten Fehler drin waren. Ja? Und das fand ich dann schon ein bisschen peinlich, weil er hatte am Ende 30 Fehler und damit hatte er praktisch alle meine Fehler. Ja? Praktisch. Und hat dann gesagt, kannst du denn die nicht mal? Ja? Und dann habe ich gesagt, weißt du, Titus, jeder ist, wie er ist. Und wenn ich dabei bin, mein Ding runterzuschreiben und fange an, darüber nachzudenken, ob da Fehler drin sind, mhm, ist der Flow weg. Mhm. Ja? Also schreibe ich es erstmal hin und korrigieren kann man es ja. Ich hätte Ihnen dafür eine Autokorrektur eingerichtet. Alles gut. Ich habe noch eine Frage zur weltweiten evangelischen Allianz. Und zwar vertritt die ja, und da zitiere ich von ihrer Webseite, laut eigenen Angaben 600 Millionen vor allem theologisch konservative Protestanten in den 129 besagten Ländern. 143. Oh, also von ihrer Webseite habe ich 129. Dann haben Sie die alte. Habe ich die alte Zahl. Ja, es gibt dummerweise, die alte manchmal noch zugänglich. Okay. Ja. Sollte naja, nicht sein, ist aber so. Gar kein Problem. Also ich glaube, alles über 100 oder wie auch immer, das ist dann, es ist einfach viel. Ja, es ist eine ganz, ganz große Dimension. Und jetzt ist es sozusagen für junge Leute, wenn man jetzt heutzutage so irgendwann, weiß ich nicht, sage ich mal, mit 20 entdeckt man so seine Liebe für Jesus, für den Glauben und sagt so, ach, was gibt's denn da alles so? Und dann hört dann irgendwann vielleicht mal Evangelische Allianz oder was auch immer. Naja, geht man halt vielleicht auch zu YouTube oder so und guckt halt mal, was gibt's denn da so? Und dann sieht man zum Beispiel auf YouTube Evangelische Allianz Wiesbaden 720 Abonnenten, Evangelische Allianz Deutschland 729 Abonnenten. Der Sprung ist nicht ganz so groß. Und jetzt kommt die weltweite Evangelische Allianz mit 1120 Abonnenten. Das ist immer noch relativ erstmal überschaubar. Man sieht halt so diese Videos, die dann so, ich habe hier notiert, also die so 30 bis 70 Aufrufe haben. Alles sehr, sehr überschaubar auf der digitalen Ebene sozusagen, was jetzt die Reichweite anbelangt. Auch da, man kann es mit Sicherheit einordnen und ich glaube, es ist gar nicht so entscheidend, das so zu bewerten. Für mich ist aber trotzdem die ganz, ganz wichtige Frage, nach außen sozusagen von der Sichtbarkeit zu sagen, okay, jetzt mal oberflächlich abgeleitet, wie relevant ist die weltweite evangelische Allianz tatsächlich? Also mal ehrlich gesagt, wenn Sie sich die entsprechenden Seiten der Bundeskanzlerin angucken, sind Sie auch erstaunt, wie wenig das ist. Und natürlich ein bisschen mehr, als was Sie jetzt gesagt haben, mhm, aber doch erstaunlich. Und dann man würde jetzt nicht rückschließen, dass die Bundeskanzlerin dass nicht nichts zu melden hat. Genau, deswegen habe ich auch gesagt, also deswegen oberflächlich, ich will damit sagen, es sind ja zwei Fragen. Die eine Frage ist, haben wir Einfluss? Und die andere Frage, was ist mit der Geschichte, ist es überhaupt keine Frage. Die letzten Jahre hat die weltweite Allianz da viel verschlafen. Und eine der ersten Änderungen, die wir jetzt zum Beispiel eingeführt haben, ich bin ja erst 6 Monate im Amt, hat wieder mit unserer Debatte von vorhin zu tun gehabt. Mhm. Ja, ich habe gesagt, wenn wir da mehr Zahlen haben wollen, fängt schon mal davon an, es muss einen Kanal für den Generalsekretär geben. Genau, deswegen gibt es jetzt Instagram und Facebook, gibt es die Zweitkanäle. Ja, aber auch rein auf der Webseite. Auch auf der Webseite, es muss schlicht und einfach eine Seite geben, wo jeden Tag, wenn ich in Marseille bin, wenn ich in Helsinki bin, vielleicht nicht immer am selben Tag noch, mhm, das sind soziale Medien, ja, aber da muss nachvollziehbar und da muss dann eben auch die, wenn ich da eine Rede halte, die ist vielleicht erst 3 Tage später dann ediert oder übersetzt oder was weiß ich, aber die muss am guten Ende da stehen. Und das ist also, was die Leute nachvollziehen, ja. Mhm. Und ich habe ja einen meiner Stellvertreter, der ist für den Kontakt mit den nationalen Allianzen zuständig, ja. Und der muss dann auf der Webseite eben seine eigene Seite haben, wo es in den Kontakt mit den Allianzen geht, weil selbst die Allianzen, auch wenn die alle vielleicht digital ein bisschen hinter Mond sind, de facto aber schon so ticken. Und nicht mehr institutionell auf der Webseite irgendwo gucken, welche Seite ist für sie zuständig, sondern eben hingehen und wissen wollen, was macht der Mann, was sagt der Mann, der für sie zuständig ist. Ich weiß ja gar nicht, dieses Hintermond klingt so abwertend. Ich weiß ja gar nicht, ob es überhaupt eine Notwendigkeit gibt. Ich sage nur, für diejenigen, die zum allerersten Mal von einer weltweiten evangelischen Allianz hören, nein, es gibt mit 600 Millionen. Es gibt eine Notwendigkeit. Gut, ich könnte mich jetzt rausreden und sagen, also erstmal die 600 Millionen, die offizielle Beschreibung ist natürlich 600 die Kirchen, die zu den nationalen Allianzen gehören, die zusammen die weltweite Allianz formen, die haben 600 Millionen Mitglieder. Klar, ja. Ja, so. Ja. Und da kann ich mich jetzt rausreden und sagen, diese Gemeinden haben natürlich alle, hoffentlich alle Kanäle, ja. Und da könnte ich sagen, die nationalen Allianzen haben, dann sagen sie, ja, aber die Deutsche Allianz ist doch eine, ja, dann bin ich schon wieder blöd dran, ja. Und wir haben natürlich Mitgliedswerke, mit World Vision haben wir das größte Hilfswerk der Welt
also auch gemessen an allen außerstaatlichen, also außer Ministerien und sowas, ja. Und die investieren natürlich sehr viel in, haben natürlich ihren Sitz auch in Amerika, da ticken die so und so da ein bisschen anders. Aber das eine, das will ich sagen, das ist die letzten Jahre vernachlässigt worden und da wird also noch etliches kommen. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Fast alles ist auf Englisch. Wir bereiten jetzt vor, dass alles achtsprachig läuft, weil das ist einfach so dem angemessen. Das geht nicht anders. Ich war jetzt in Paris zur Einweihung von Martin Luther King Center, in der Gemeinde mit 1000 Sitzplätzen und super Gemeinde. Und Innenminister, Außenminister war da. Ach, was war das für ein Bahnhof, ja? Ja, und ich fand einen, der Deutsch konnte, das war nämlich der Architekt, der war aber Deutscher. Welch Wunder, dass er Deutsch konnte, ja. Und dann der Senior Pastor, der Ideengeber der ganzen Geschichte, den kenne ich gut, der kann gut Englisch, ja. Aber die absolute Masse der Leute konnte mit mir weder auf Englisch noch auf Deutsch reden. Mhm. Und da wurde mir klar, die leben in Französisch. Wir hatten übers Internet in aller Welt, in allen französischen Ländern, ist das, wenn in Paris so eine große Gemeinde gegründet wird, das ist, ja, in Deutschland interessiert das keine Socke, gibt's halt eine Gemeinde mehr, ja. Mhm. Und für die ist das ungeheuer wichtig. Ich dachte, leider kann ich kein Französisch, ich bin aus dieser Welt raus, wenn wir in der nicht genauso präsent sind. Und das gehört natürlich auch zu den sozialen Medien oder zum Digitalen dazu. Ja. Ich habe jetzt gerade gestern den Auftrag gegeben, ein System zu testen, in dem bei Sitzungen automatisch mit übersetzt wird, also nicht von Übersetzern, sondern direkt. Von, ja, KI oder? Ja. Ja, ja, okay. So dass also zumindest, und dann heißt es, ja, da sind ja doch Leute, die können doch Englisch, ja, dann haben wir irgendeinen, der eigentlich Russisch spricht, sagen wir mal aus Kasachstan, der kann genügend Englisch, um halbwegs zu verstehen, der kann sich aber nicht damit ausdrucken. Oder wenn er versteht, weiß man nie richtig, hat das richtig verstanden, warum soll da nicht zumindest schriftlich eine Übersetzung mitlaufen? Gut, das gebe ich zu, hat sicher damit zu tun, dass wir eben zu viele alte Pastoren haben, die an verschiedenen eben mitbestimmen und die sowohl vom Alter her als auch die Pastoren waren noch nicht unbedingt die überall die innovativen Sachen als erste eingeführt haben, weil sich als Pastor es natürlich lange mit traditionellen Methoden gut lebt. Ja? Also nochmal, Sie haben ja gesagt, das gebe ich zu, es ging gar nicht darum, dass irgendwie... Jetzt kommt die andere Seite. Ja. Aber für mich ist natürlich letztendlich interessant, genau diese Frage... Wie wird das Evangelium verkündigt und hoffentlich mehr als vorher? Ja. Wie werden auch die Frommen wahrgenommen? Wie gehe ich damit um, mit so einer Katastrophe wie in Amerika, an der de facto natürlich ein, ich könnte mir jetzt da also, wirklich... Meint jetzt die in Haiti? Trump, die, nee, nee, mit so. Trump, mit ah, okay, Trump, okay. Mit Trump, ja? Mhm. So, und die also dann, natürlich stellen die Medien das alles verzerrt und schräg dar und ich könnte mich zurücklehnen und sagen, die National Association of Evangelicals, die ja unsere Mitgliedsorganisation ist, kein Vorstandsmitglied von denen ist je auf einem Foto mit Trump gewesen, ja? Also wenn die Bilder so rumgucken, da stehen die Evangelikalen und klatschen wieder und so, ja? Die Evangelikalen, okay. Ja, so, da könnte ich mich rausreden, sagen, wir waren es nicht, ja? Mhm. Ich muss aber trotzdem die Frage stellen, was können wir machen, um das zu korrigieren, nicht um es schön zu reden. Was korrigieren? Dieses Bild, da seht ihr mal, wie die Evangelikalen sind. Bei so jemandem wie Trump, nur weil der ihnen ab und zu mal Recht gibt und ihnen ein paar scharfe Gesetze gibt, kann der tun und lassen, was er will. Ja. Diese Doppelbödigkeit. Okay. Ja. Banal sage ich mir natürlich, eine Wahl zwischen zwei Präsidenten und da kann man nur einen wählen. Ja. Auch bei der jetzt Wahl zwischen Trump und Biden hätte ich gesagt, ändert die Verfassung von Amerika statt zu wählen. Ja. Ich stelle das ganze System in Frage, dass ein einzelner Mensch überhaupt so viel Macht hat. Ob das Trump oder Biden ist, das ist einfach, das gibt es nicht. Den Menschen dazu gibt es nicht. Das System ist dafür gemacht, dass entweder gute Leute schlecht werden oder gleiches schlechte Leute. Die Finanzierung der Wahlkämpfe. Also es wegnet so, Machtmissbrauch, ja, und Korruption, ja, so, führen Tor. So, ja. Okay. Aber können wir jetzt lange drüber reden. Aber ich muss trotzdem das korrigieren, indem ich erstmal sage, wofür stehen wir denn? Als Generalsekretär müssen Sie das korrigieren. Ja, weil ich mir automatisch sage, wenn der Begriff evangelikal beschädigt wird, wir sind ja, ist ja kein Markenprodukt, wo ich jetzt sagen muss, oh Mama, was machen wir denn jetzt, ja? Ja. Der Mercedes-Stern ist plötzlich wie so. Sondern das Schlimme an der Geschichte ist, dass, ob man das will oder nicht, am Ende das, wofür die Evangelikalen stehen, beschädigt wird. Dass es konkret Leute gibt, die nicht mehr mit uns reden. Dass es konkret Leute gibt, die plötzlich mit World Vision in irgendeinem Land nicht mehr arbeiten. Ja, weil sie, oh, das waren doch hier die Evangelikalen, ja, so.
wie kann ich das, ohne Sachen schön zu reden, ohne zu vertuschen, sagen wir mal lieber, ja, ohne zu vertuschen, gerade reden. So. Hm. Und da würde ich sagen, sind tatsächlich die sozialen Medien und manche dieser Sachen, Presseerklärungen, nicht die Dinge, die die eigentliche Veränderung bewirken. Also ich will nicht behaupten, unsere Welt funktioniert in Wirklichkeit ganz anders. Mhm. Aber es gibt immer noch ganz wesentliche Entwicklungen, Entscheidungen, die finden in den Hinterzimmern statt. Und da würde ich sagen, da hat die weltweite evangelische Allianz gewaltige Fortschritte gemacht. Zu sagen, wenn irgendwo über Menschenrechte verhandelt wird, wenn irgendwo die UN dies und jenes, dann wollen wir mit am Tisch sitzen. Das kann bedeuten, dass wir darauf rausgehen, dass die Religionen mit am Tisch sitzen, damit wir dann auch am Tisch sitzen. Ja, okay. Wie bei der UN, wo wir schlecht sagen können, wir wollen als Einzige am Tisch sitzen. Mhm. Ja, wo wir da drauf gehen müssen. Dazu müssen wir natürlich auch ganz banal Beziehungen haben. Die Stärke der Evangelikalen ist immer gewesen, dass sie nicht vor allen Dingen hierarchisch strukturell bei Kirche denken, sondern in persönlichen Beziehungen. Also will ich persönliche Beziehungen zu allen wichtigen Muslimen dieser Welt haben, ob die mir passen oder nicht. Und was wir da hinter verschlossenen Türen, gerade auch in solchen Gesprächen schon bewirken konnten, das, ja. Also Instagram ist eher die Folge und nicht die Ursache. Aber, und das hat natürlich zugegebenerweise damit zu tun, wenn man die Größe organisiert, wenn einer wirklich dafür sprechen kann. Das hat was damit zu tun, wenn man bereit ist, einige Stärken von uns, eben zum Beispiel persönliche Beziehung ist wichtiger als hierarchische Einsortierung, ja. Und mit vielen Religionsgemeinschaften, auch vielen Kirchen, ist es immer noch etwas kompliziert, weil man normalerweise immer mit demjenigen redet, der auf gleicher Ebene ist. Und man das also überhaupt wissen, bei uns spielt das überhaupt gar keine Rolle. Wir kennen das überhaupt nicht. Wenn ich jetzt, ich sage mal, ein buddhistisches Land besuche, will ich mit dem reden, der am besten über Buddhismus Bescheid weiß oder über Gemeinden in dem Land Bescheid weiß, ja. Mhm. Und welche Hierarchieebene auch in unserer Struktur er hat, ist mir natürlich völlig wurscht. Mhm. Ja. Aber das kennen viele andere nicht, sondern das spielt dann schon eine sehr große Rolle. Und dann muss man dessen Vorgesetzten erstmal fragen und dem sagen, ich müsste eigentlich wissen und so. Und da, glaube ich, ist vielen nicht bewusst, wie die weltweite evangelische Allianz von anderen wahrgenommen wird. Mhm. Nämlich schlicht und einfach als die zweitgrößte Religionsgemeinschaft der Welt. Schlicht und einfach von der Größe her. Die katholische Kirche ist die größte. Wir sind die zweitgrößte. Und die drittgrößte christliche ist der Ökumenische Rat der Kirchen, der natürlich ganz anders als die Katholiken und wir aufgestellt ist in dem Sinne, dass er meinungsmäßig einen viel größeren Pluralismus hat. Orthodoxe Kirche, russisch-orthodoxe Kirche, bis rüber auf der anderen Seite Quäker und also Gruppierungen, die gar keine, kaum irgendwelche dogmatischen Vorgaben riskieren. Also ich sage das nicht kritisch, es ist einfach so. Ja. Ja. Es für die viel schwieriger ist, einfach zu sagen, so sehen wir das. Mhm. Und deswegen, wenn ich alleine alle Einladungen nehmen würde, wo automatisch für irgendeine globale Geschichte die katholische Kirche und wir eingeladen werden, wäre ich allein das ganze Jahr beschäftigt. Mhm. Dasselbe ist auf Seiten der UN. Die gucken nach den globalen Institutionen rum. Die wollen jetzt gerade wieder ein neues Face-Gremium bei einer Sache und haben so von vornherein gesagt, stand im ersten Entwurf drin, wer vertritt da also das Christentum, Papst und Generalsekretär der weltweiten Allianz. Und dann habe ich sie angerufen, habe gesagt, Freunde, wir sollten da mal ein bisschen drüber diskutieren, wie das geht. Der Papst wird nicht Mitglied von irgendeiner Kommission. War denen überhaupt nicht bewusst, ja. Mhm. Und okay, also ja. War wirklich ein witziges Beispiel, aber es hat mir gezeigt, ich stand da nicht mit Namen drin, weil sie mich so nett finden, sondern automatisch hatten die da reingeschrieben, der Generalsekretär der weltweiten Allianz ist in diesem Gremium und das sind die beiden einzigen Christen. Hm. Und ob jetzt der Papst wird sicher irgendeinen Kardinal schicken und ob ich das mache oder auch irgendjemand delegiere. Mich interessiert, dass der Papst einen Delegierten schicken kann, weil dann kann ich nämlich auch einen schicken. Ja, aber ja, das ist eben in der Politik, in der Wirtschaft, bei vielen Sachen, dass der Blick bei den Vereinten Nationen, bei der Weltbank, bei der was weiß ich was. Und das ist so egal, ob die weltweite Allianz gut funktioniert oder ein grottenschlechter Haufen ist.
Das ist einfach erstmal so. Mhm. Ja, das ist so, wie wenn Sie hier Parteien einladen wollen und sagen, wir wollen eine Podiumsdiskussion, wir laden einen 1, 2, 3, 4 ein, dann laden Sie die Parteien ein. Ob die ein Telefon haben oder nicht, ist in dem Moment völlig egal. Ja? Ja. Von daher, das ist zwar sicher in vielen Bereichen mehr Ansporn, irgendwie was zu machen, aber das ist auch unabhängig davon, wie bekannt die Allianz irgendwo ist. Wobei ich allerdings sagen würde, auch in Deutschland gibt es da natürlich einen erheblichen Unterschied zwischen der Wahrnehmung der Deutschen Evangelischen Allianz im Alltag und in Berlin. Wenn ich mir angucke, wie oft der Beauftragte der katholischen Kirche am Sitz der Bundesregierung oder des Parlaments und der Beauftragte der katholischen Kirche und der Beauftragte der Evangelischen Allianz automatisch alle drei eingeladen werden. Mhm. Ja, würde ich sagen, alleine dafür müsste es die Evangelische Allianz geben. Weil dann das war meine Aussage, ja. Ja, weil dann bei wichtigen Sachen einer von uns mit am Tisch sitzt. Mhm. Ja. Dazu muss man natürlich bestimmte theologische Hausaufgaben gemacht haben. Das heißt, man muss erstmal die Überzeugung haben, dass wir da überhaupt am Tisch sitzen dürfen und dass wir am Tisch sitzen wollen und dass wir bereit sind, auch dann uns zu Themen zu äußern, wenn es nicht gerade unsere erste Wahl gewesen wäre. Mhm. Ja, wenn wir das nicht ausgesucht hätten, sondern sagen, wenn wir da sind, bieten wir unsere Mitarbeit, bieten wir unsere Hilfe an. Das heißt natürlich, man muss sich auch vorher darauf geeinigt haben, das machen wir auch dann, wenn das Ergebnis nicht so dolle ist. Dann lassen wir uns nicht von unseren eigenen Leuten irgendwie sagen, oh, ihr seid jetzt mitschuldig, dass das und das gekommen ist, sondern dann sagen wir uns voraus, der Versuch, Schlimmeres zu verhindern, ist auch schon sehr wertvoll. Mhm. Ich nenne Ihnen ein schönes Beispiel dafür. Die Europäische Allianz hat einen politischen Beauftragten in Brüssel. Und das hoch umstritten, weil viele nationale Allianzen wollen das eigentlich abschaffen. Sie zahlen es noch nicht mal. Es sind Sponsoren, die das bezahlen, ja, aber viele sind der Meinung, Brüssel, das ist böse und das ist, wenn die aus EU-kritischen Ländern kommen, sowieso noch, ja. Und die würden das lieber heute als morgen abschaffen. Mhm. Und dann kam eines Tages, fing das mit den Diskriminierungsgesetzen an. Und der erste Entwurf war total heimlich von der Diskriminierungsrichtlinie. Und da stand schlicht und einfach, da stand eben drin, was man alles nicht darf. Und davon, dass Religionen irgendwie eine Ausnahme machen dürften, war nicht die Rede davon. Hieß also zu Deutsch, die Baptisten müssen das nächste Mal einen Imam anstellen. Wenn der sich bewirbt, darf er nicht diskriminiert werden. Und wenn sie feststellen, er hat, sie können irgendwas fiktiv finden, hat die falsche Ausbildung, er hat, ist nicht alt genug, was weiß ich, ja. Aber prinzipiell kann der also hinterher klagen, sagt, ich bin nur nicht genommen worden, weil ich Muslim bin. Ja, so. Ja. Und unser Mitarbeiter vor Ort hat das Ding in die Hand bekommen, als es noch absolut unter dem Radar war. Wir konnten das nehmen zu Bundestagsabgeordneten. Jedes Parlament in Europa hat das Recht, jede Initiative im Europaparlament und in der EU zu sehen, sobald es auf Papier ist. Die haben den Antrag gestellt, dann wurde erst geleugnet. Nee, das ist nicht in Arbeit, das gibt's hier nicht. Ja, naja, und dann schließlich mussten sie also dann haben die gesagt, ja, wir haben hier aber doch den Text. Ist der denn, können Sie uns garantieren, dass das ein fiktiver Text ist? Das Ding, ja, okay. Also dann flog die ganze Geschichte auf. Und dann waren plötzlich nicht nur die Evangelikalen da, sondern alle Kirchen. Auch hier in Deutschland. Mhm. Und dann will jetzt die Geschichte nicht lange erzählen. Also auf jeden Fall in der ersten Runde wurde dann die Religionsfreiheit mit reingebracht und qualifiziert. Und dann haben uns also Experten gesagt, so, jetzt habt ihr die Pastoren und die Priester und was weiß ich was raus. Jeder, der für die Religionsgemeinschaft arbeitet, ihr könnt noch nicht mal sagen, ihr könnt immer noch nicht sagen, der sollte Christ sein wenigstens. Ja, so. Mhm. Und gut, bis dann also schließlich eine Fassung da war, in der das jetzt ganz günstig geregelt worden ist. Ja, so. Und da sage ich mir, jetzt schlafen auch Millionen Evangelikaler in ganz Europa besser, ohne zu wissen, dass das passiert ist. Und wenn sie es gewusst hätten, wären sie wahrscheinlich noch dagegen gewesen. Und da muss ich dann in Ruhe mir sagen, ich habe für sie, das war ich ja nicht alleine, aber wir haben was Gutes getan für alle unsere Leute und wir werden eben nie einen Beifall dafür kriegen. Hm. Ja. Und muss aber eben sagen, wenn es die Europäische Allianz nicht gegeben hätte, wenn wir bei der EU nicht auch ein gewisses Standing haben, weil wir in jedem Land der EU sind, und weil wir gut organisiert und weil die Leute, die das dann effektiv machen, professionell sind. Ja, also wir haben ja keinen Pastor sitzen, der Predigten für die Eröffnung des Parlaments hält, ja, sondern wir haben wirklich Profis, die wissen, was sie machen. UN-Menschenrechtsrat,
Wir haben 4 Vollzeitler in Genf sitzen mit dem UN-Menschenrechtsrat. Wir haben das Recht, jedes Land kommt ja jedes zweite Jahr zur Überprüfung dran. Und wir haben das Recht, einen Shadow Report zu veröffentlichen. Das heißt, die Regierungen müssen sich selber preisen. Also offiziell müssen sie einen Bericht abgeben, wie ihre Menschenrechtslage ist, jedes zweite Jahr. Und dann dürfen bestimmte, also alle anderen Staaten dürfen das kommentieren, aber eben auch bestimmte Nichtregierungsorganisationen, da gehören wir dazu. Und wir machen das bei jedem Land. Mhm. Nicht immer haben wir das Fachwissen leider noch nicht, um jedes Menschenrecht zur Sprache zu bringen. Ja, aber da, wo wir wissen, dass was schiefläuft, machen wir das. Und es ist natürlich so, dass vieles von dem Papier ist geduldig, vieles wird einfach abgeheftet. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass ja selbst Staaten, für die Menschenrechtsverletzung Alltag sind, inzwischen fast jedes Jahr was finden müssen. Also die müssen dann wieder berichten, was sie davon halten. Und da gehört es inzwischen zum guten Ton, dass man dann irgendwie sagt, oh ja, die haben recht, das ändern wir. Ja. Und da haben wir regelmäßig, mehrmals im Jahr haben wir da einen Punkt, wo sie was von uns aufgreifen. Jetzt bin ich wieder nüchtern. Unsere Forderungen sind meistens am billigsten. Ja, also unsere Forderungen sind oft im, wie soll man das mal sagen, sind also nicht im materiellen Bereich vor allen Dingen. Ja, ja. Also ich mache mir da jetzt nichts vor, das ist nicht, weil wir das gesagt haben. Das ändert aber nichts daran. Sie würden nicht umgesetzt, wenn wir die Forderungen nicht gestellt hätten. Ja, ja? So. Und das ist ein enormer Einfluss und ich bin mir verhältnismäßig sicher, auch hier in Deutschland, dass wir einen erheblichen Teil von Leuten hätten, die sich auch in der Deutschen Evangelischen Allianz engagieren. Wenn ich die fragen würde, sollen wir Geld für 4 Vollzeitler ausgeben? Wir wollen es wieder aufstocken, ja? Mhm. Wir brauchen mehr, aber bleiben wir mal bei den 4. Sollen wir 4 Vollzeitler da in Genf beschäftigen, die den ganzen Tag nichts anderes machen? Dass etliche da waren, der Meinung sind, da haben wir nichts verloren. Bei der UN schon gar nicht. Das ist ja alles, ja, wo ich sagen würde, was ist denn die UN? Die UN ist alle Regierungen aufeinander gestapelt. Das heißt, die ist so gut und schlecht wie unsere Regierungen, ja, im Durchschnitt. Ja, nämlich Aserbaidschan, Iran, Amerika, Deutschland nehmen den Durchschnitt, dann habe ich in etwa die UN, ja, die Qualität der UN, ja. Und die hat Seiten, die sind die Welthungerhilfe, die ist im Durchschnittlich besser als Deutschland, ja, und gibt andere Bereiche, die sind weit unter dem, was wir hier so an gut Plus und Minus vom Staat gewohnt sind, ja. Oder aber sie würden sagen, okay, also prinzipiell darf man das, da spricht nichts dagegen, aber 4 Leute, also das ist schon ein bisschen heftig, ja. Mhm. Überleg mal, die 4 würden also stattdessen missionieren oder als Missionare irgendwo hingehen, ja, so. Also ich wäre nicht überrascht, wenn wir nicht eine automatische Unterstützung und Mehrheit dafür bekommen würden. Wenn ich jetzt hier in Deutschland dafür das Geld auftreiben müsste, würde ich es nicht zusammenkriegen. Okay, ja. Ja. Da würde ich nicht genügend spenden. Aber das ist der Vorteil von der weltweiten Allianz. Wir haben halt viele Länder und wir können das in den Ländern das Geld auftreiben, wo wir von Christen das Geld auch bekommen. Und das sind in dem Falle überwiegend Länder, die unmittelbar davon betroffen sind. Ja? Mhm. Was wir über Deutschland zu kritisieren haben, das kommt so und so auf den Tisch. Das machen wir nur routinemäßig mit. Ja? Da gibt es also andere, die sich viel lauter und heftiger da engagieren können. Aber wir haben natürlich Länder, wo die Probleme auch der Christen in den Ländern überhaupt nie auf den Tisch kommen, wenn wir sie nicht hinbringen. Und die sind auch bereit, dann eher was dafür zu bezahlen. Die wissen, dass es unmittelbar um ihren Alltag geht. Nochmal, EU, was der Politikbeauftragte da im EU, das ging den Alltag von jedem an, im Diskriminierungsgesetz. Ja. Ich sag mal so, also war jetzt aus meiner Sicht fast schon ein kleiner Vortrag sozusagen hier innen drin, der einfach mal erklärt hat, die Ausgangsfrage war ja so, wie relevant ist die weltweite Evangelische Allianz? Ich denke, dass Sie insgesamt jetzt schon einige Beispiele gegeben haben, zuvor schon Gambia, die UN, EU, einiges, was sozusagen eher im Hintergrund läuft, wo man präventiv unterwegs ist, wo man vielleicht, ich weiß nicht, für mich klingt so ein bisschen auch wie Lobbyismus oder fast schon Entwicklungshilfe, Hilfe zur Selbsthilfe oder wie auch immer, aber so auf einer Ebene, die man halt gar nicht so sehr spektakulär jetzt irgendwie auf einer tollen Insta-Ebene verpacken könnte sozusagen. Das wäre jetzt irgendwie da der falsche Kanal dafür. Mhm. Ich kann mir vorstellen, ehrlicherweise, dass es trotzdem einige gibt, die sagen,
oh, ist jetzt nicht so meins gewesen. Und dass aber vielleicht so ein paar Einzelne hier auch zugehört haben, die gesagt haben, Mensch, ist ja deutlich spannender, als ich dachte. Dieses vielleicht auch strategischere oder Netzwerken oder all dieses. Und vielleicht mal ganz praktisch die Frage, wenn jetzt jemand das hören würde und sagen würde, ich will mich engagieren. A, was müsste der mitbringen? Und B, wo müsste der sich melden? Ja. Also was die weltweite Allianz betrifft, ist natürlich so, dass ich als deutscher Generalsekretär nicht alle Stellen mit Deutschen besetzen kann. Ja. Obwohl wir natürlich inzwischen auch direkt Leute anstellen, die nicht nur gefragt haben, sondern die unter anderem auch gefragt haben, was die Ausbildung betrifft. Das heißt, wir haben in Genf zwei Leute, die wir sehr früh kennengelernt haben, die sehr früh gefragt haben und die diese Thematik Menschenrechte ausdrücklich studiert haben. Will heißen, die haben nicht Jura studiert und dann irgendwie ein bisschen Menschenrechte, sondern die haben unmittelbar, was in Deutschland gar nicht geht, aber unmittelbar eben das Fach studiert, Verteidigung, Advocacy auf Englisch von Menschenrechten. Ja? Mhm. Und die können das natürlich dann tausendmal besser als jeder Pastor, entschuldige mich, die schon wieder, aber ich komme halt aus einer Situation, wo man früher dachte, ein Pastor ist ein guter Architekt und ein Pastor ist ein guter Finanzmanager und früher konnte der Pastor ja angeblich alles. Ja? Mhm. Und ich sehe, wenn wir fromme Profis, ja, also das Anliegen, das muss das für Gott zu machen, das sollte schon da sein, aber dann Profis ransetzen, die erreichen natürlich auch wesentlich mehr, ja. Aber ich würde das mal mehr allgemeiner formulieren, dass ich es bedauere, dass viele überzeugte Christen, die vor oder während ihrer Ausbildung, das heißt sehr früh das schon wissen, ja, jemand, der mit 40 zum Glauben kommt, ist da vielleicht ein bisschen anders, ja, nicht von vornherein mit im Paket haben, was für eine Ausbildung wäre dran, wenn ich mich im Reich Gottes einsetzen will. Und ich meine jetzt nicht Theologie und dann werde ich Priester, ja, sondern das im Blick zu behalten, selbst wenn einer jetzt sagt, Software ist mein Leben, ja, dass wir einen gewaltigen Bedarf an Spitzen-Software-Wählern, sag ich mal, haben, ja, weil wir solche Aufgaben haben wie zum Schutz von 1 bis 2 Millionen Untergrundchristen in Iran, Netzwerke aufzubauen, in die keiner reinkommt. Und die deswegen technisch völlig anders gestrickt sind. Ja, wir haben Aufgaben jetzt bei Corona, fand ich wahnsinnig spannend. Ich habe keine Ahnung davon, aber ich habe es trotzdem in Auftrag gegeben. Ja, virtuelle Gottesdienste, so dass alle Gesichter automatisch verpixelt sind. Ja, so dass man also den Gottesdienst komplett am Ende übertragen kann und trotzdem keiner sehen kann, wer da eigentlich gewesen ist. Gut, also Rock und was weiß ich, ja, kann man gut vielleicht noch sehen. Ja, so. Ja, dann höre ich sofort, ja, das mit der Gesichtserkennung und diese ganzen Geschichten, ja, ich sage, ich will das jetzt ja rückwärts haben. Ja, ich will das ja, ja. So. Und da braucht man jetzt natürlich Leute, die das aus echter christlicher Überzeugung machen. Und ich glaube, dass wir vor allen Dingen junge Christen mehr ermutigen müssten, sich selbstständig zu machen, weil die Selbstständigkeit einem die Möglichkeit gibt, sich eben hinzurobben auf eine Aufgabe, die erstens einem sehr entspricht, aber eben auch, die man mit seinem Glauben verknüpfen kann. Ich will jetzt nicht sagen, jeder soll, also dass Anstellung verkehrt ist, ja. Mhm. Aber man muss nüchtern sehen, dass wenn man einen festen Job hat, die Möglichkeiten natürlich beschränkt sind. Da sagt der Arbeitgeber, was man zu machen hat. Mhm. Und das ist ja moralisch auch völlig korrekt, wenn man das macht. Und dann muss man eben in seiner Freizeit was anderes machen, ja. Also ich habe zum Beispiel mitgeholfen, dass wir heute fromme Anwälte haben, die sich um Asyl kümmern. Noch vor ein paar Jahren war das so, man hatte einen Konvertiten, einen, der vom Islam zum Christentum oder auch irgendwie anders, und der hatte nur Probleme, hier Asyl zu kriegen. Und dann hat sich irgendein netter Anwalt in der Gemeinde erbarmt und gesagt, das mache ich, kostenlos. Okay. So. Und das geht fast immer baden, weil ein Anwalt, ob kostenlos oder nicht, wenn der nicht Profi ist, wenn der das nicht in seinem Gebiet macht und es ist nicht gerade irgendwie eine Belanglosigkeit, geht das schief. Ja, wenn ich Versicherungsfall habe, nehme ich auch keinen Scheidungsanwalt und sage, Hauptsache ich habe einen Anwalt. Brauche ich einen, der weiß, wie die Versicherungen ticken, ja? So, wie gesagt, wir haben derartig viele Fälle, das kann doch nicht angehen. So, und inzwischen haben wir mehrere Anwälte, die nichts anderes machen und die so gut in ihrem Fach sind, dass die längst auch nicht nur von Christen genommen werden, sondern darüber hinaus vieles Gute tun können, weil sie einfach Profi sind, ja? Die können aber auch natürlich, die hat keiner angestellt dafür. Die konnten nicht sagen, ich jetzt studiere und dann anzeige, ich möchte Asylanwalt werden, wer stellt mich an? Ja? Mhm. Sondern die sind Anwalt geworden, aber haben das immer im Blick gehabt und was ich eben Robben nenne, ja.
am jeden Fall, der kam, haben sich da fortgebildet, jeden Fall reingenommen und mit jedem Fall, den sie hatten, konnten sie einen anderen, in Anführungsstrichen, normalen Fall abgeben. Und natürlich müssen wir von was leben, also müssen wir was arbeiten. Aber wenn es diese Möglichkeit gibt, und da sehe ich den großen Bedarf auch in der Zukunft für die weltweite Allianz, aber auch für die Allianzen überhaupt, nicht im theologischen Bereich. Da werden wir immer gut bestückt sein, weil es so viele Gemeinden gibt, die da Profis haben, von denen dann welche sich auch mal sonst engagieren, sondern in der gesamten Bandbreite der Berufe. Nur müssen diese Sachen eben oft erst entwickelt werden. Ich meine, wenn ich an den ganzen Klimawandel denke, da sind auch ganz viele Leute, die haben Berufe, die es jetzt mehr und mehr offiziell gibt rum um den Klimawandel. Die haben die einfach erstmal erfunden und irgendwie mitgemacht und so, ja. Und dann entsteht langsam was da draus. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, innovativ vorwegdenken, ja. Und deswegen, wenn sich also da jemand melden würde, wären wir wahrscheinlich besser aufgestellt, mit dem eine Gesamtplanung seines Lebens zu machen. Wo könnte man sich denn engagieren? Wo wir als weltweite Allianz sehr schwach auf der Brust wäre, wenn jetzt einer sagt, wo kann ich mitmachen? Und dann wie bei Amnesty ich ihm sagen kann, hier kannst du Protestpostkarten hinschicken oder hier kannst du sowas. Sowas haben wir natürlich als globale Institution sehr wenig. Hm. Ja. Also ich muss mal reingrätschen, wenn Sie jetzt das alles so erzählen, das klingt, also ich merke schon diese Tiefe, was da alles dahinter steckt und. Ist das ein Vollzeitjob, Generalsekretär der weltweiten evangelischen Allianz? Ja. Wie schaffen Sie dann die 1000 anderen Jobs noch, die Sie haben? Also arbeiten Sie halt quasi 80 statt 40 Stunden oder und das ist sowieso schon immer? Mit guten Mitarbeitern. Also das gilt bei jeder Firma, bei jeder. Okay, die Mitarbeiter verstehe ich. Aber wie viele Stunden arbeiten Sie in so einer Woche? Ich arbeite und schlafe. Und das ist Ihr Leben? Das ist mein Leben, ja. Also Freizeit hat für mich einen hohen Stellenwert aus einem einzigen Grund. Ich habe meinen Körper von Gott und muss darauf achten, dass er seine Zeit bekommt. Okay, damit Sie auch weiterarbeiten können. Damit ich weiterarbeiten zum Zweck. Kann. So. Und das ist der Grund, was zum Beispiel, ich sage ja, ich mache meinen Kalender nicht. Ja. Und das ist der Grund, warum meine Mitarbeiter den ausdrücklichen Auftrag haben, darauf zu achten. Bis dahin, dass meine Frau direkten Zugriff, das ist jetzt hier fast schon zu privat, meine Frau direkten Zugriff darauf hat, die kann also, wenn sie der Meinung ist, es ist zu viel, komplette Tage streichen, sagen, alle Termine werden weiter und ich krieg's noch nicht mal mit, okay. Ja, weil ich mache ja meinen Kalender nicht, ja. Ich mache jedes Jahr einen sehr langen Urlaub, ja. Ja. An der Nordsee, aus dem einfachen Grunde, also einmal natürlich rein zur Erholung, aber auch mein Hirn braucht Erholung und ich weiß, die kommt nicht in 2 Wochen, die kommt bei 3 Wochen geht so langsam los. Aber wirklich sinnvoll ist eigentlich immer erst ab 4 Wochen. Ja, Dann bin ich an dem Punkt, dass ich, es sagt sich so schön, man betet dann und überlegt, was sollst du in Zukunft machen, was lässt du und sowas. Ja, ich kann in der ersten Woche beten, so viel ich will. Ich bin so im Rädchen drin. Ja. Ja. Wenn ich da mal so aus allem völlig raus bin, aber wieder brauchen sie Mitarbeiter dafür, die sie abschirmen und genau wissen, welche ganz wenigen Sachen kommen irgendwo trotzdem durch. Mhm. Ja. Dann komme ich aber an den Punkt, wo ich also dann so raus bin, dass ich mir alles angucke und sage, warum machst du das eigentlich noch? Ja. Ja. Und zum Beispiel, wenn ich in Vorständen von Vereinen bin, da wissen immer alle, wenn ich austrete, ist immer so Ende August, wenn diese Zeit da rum ist, ja. Dann fange ich an, Leute dann hinzuschreiben und zu sagen, das kann ich jetzt nicht mehr. Da fange ich an, Termine abzusagen. Ja. Mhm. Oder ich habe mich an einem Jahr entschieden, hatte aber auch die Idee, wie ich das in Zukunft mache, dass ich einen erheblichen Teil meiner Termine unter Vorbehalt abmache. Mhm. Dass ich nicht immer gezwungen bin, dann alles zu machen, sondern weiß, wenn es einfach nicht mehr geht. Ja. Das heißt, Sie werden etwas unverbindlicher. Ja, das heißt praktisch, ich mache den Termin mit einem, Englisch würde man sagen, Proxy ab. Das heißt, ich mache einen Termin ab, ich sage aber sofort, wenn sich irgendwas ergibt oder ich nicht kann, kommt der und der. Okay. Das heißt, ich bin verbindlich im Sinne, dass die Veranstaltung machen. Dass der Termin stattfinden kann. Kann, so. Ja, aber unverbindlich im Sinne, ob ich selber komme, ja. Okay. Also verhältnismäßig selten passiert das dann. Mhm. Aber diese Male können der Unterschied zwischen Burnout und Weiterarbeiten sein, ja.
Das heißt, das ist vor allen Dingen, manchmal ist natürlich auch Überschneidung, aber manchmal eben auch der Punkt, und ich habe schon mal, lange ist her, aber ich habe einen Burnout gehabt. Ich weiß, was das ist und ich weiß, dass mit einem Burnout, also die Stunden, die ich da verliere, da kann ich vorher noch so viel kürzer treten. Das ist ja nichts ist dümmer, als sich in den Burnout reinzurennen. Ja. Hm. Und dazu gehört eben einfach das Wissen, wenn diese Pause nicht wirklich lang ist, dann habe ich mich physisch so weit erholt, dass ich wieder agieren kann, aber nicht psychisch. Ja. Da braucht es dann also ein bisschen mehr. Und ich bete sehr gerne, das ist gar keine Frage, aber dieses Gebet, was mache ich zu viel oder wo nehme ich mich zu wichtig oder sowas, das hat dann leider immer erst nach ein paar Wochen Sinn, weil ich dann überhaupt so weit bin, sowas zu akzeptieren. Ja. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir völlig schleierhaft, also der letzte Job der Welt, um den ich mich bewerben könnte, selbst wenn ich könnte, wäre der Papst, ja. Mhm. Das ist mir vollkommen schleierhaft. Nur ist er natürlich, hat er keine Familie und sind ein paar andere Sachen irgendwie. Dafür ist er aber eine Ecke älter. Also das ist mir völlig schleierhaft, wie man so ein Leben führen kann, wo man praktisch nicht aussteigen kann, wo auf Jahre im Voraus jeden Mittwoch eine Generalaudienz mit 100.000 Leuten ist und sowas. Ja, also das würde ich alles nicht durchhalten. Ja. Ich habe noch eine Nachfrage, eine vielleicht auch vorerst letzte sozusagen zu dem Begriff auch evangelikal, würde aber gerne vorher einmal ein kurzes Spiel mit Ihnen machen wollen. Das, ach du lieber Schreck. Ja, das geht, das ist ganz also, einfach. Solange es kein Quiz ist, nein, Quiz hast du nicht. Nein, es ist ganz einfach und geht auch wirklich schnell. Ich habe 35 Fragen, wir sind in maximal 3 Minuten durch. Und zwar heißt das Spiel A, B oder weiter. Das heißt, ich nenne Ihnen jetzt 2 Begriffe, zum Beispiel Eis oder Schokolade, und Sie antworten dann mit A. Mit Eis wäre das nicht, weil Sie würden sagen einfach dann Eis. Ach so, ich sage nicht A und B. Ja, genau. Gut. Also genau, Sie sagen einfach den Begriff. Sie dürfen 4-mal weiter sagen, wenn Sie dann 4-mal. Ja, wenn Sie nicht antworten wollen. Ja. Also das heißt, ich muss 31 Mal Ja sagen und dann können wir aufhören. Ja. Wenn genau. ich gucke gerade die letzten 4. Ach, schade. Aber ja, mal schauen. Genau, vorab ganz kurz den Hinweis, ich habe einige der Wortpaare vom Alles-Gesagt-Podcast geborgt, also vielen Dank an der Stelle an die Kollegen. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Snooze oder aufstehen? Snooze. Achtsamkeit oder keine Zeit? Keine Zeit. Helm oder kein Helm? Helm. Alt oder neu? Neu. Urlaub oder arbeiten? Arbeiten. Doofe Frage. Faulenzen oder schaffen? Schaffen. Berge oder Meer? Meer. Fliegen können oder unsichtbar machen? Fliegen können. An oder aus? An. iOS oder Android? iOS. Facebook oder Instagram? Instagram. WhatsApp oder anrufen? Anrufen. Fleisch oder vegetarisch? Vegetarisch. Vegane Wurst oder keine Wurst? Oder keine Wurst? Mhm. Vegane Wurst. Bio oder regional? Na, das ist ja schon regional. Flugscham oder Zugstolz? Zugstolz. Ich fahre extrem viel Zug, ja. Halb voll oder ich habe kein Auto. Okay. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Optimist oder Pessimist? Optimist. Optimist oder Realist? Realist. Konservativ oder liberal? Liberal. Bibeltreu oder historisch kritisch? Bibeltreu. Fernsehen oder Netflix? Netflix. Oha, ich hätte fast schon mit weitergerechnet. Lesen oder schreiben? Lesen. Buch oder E-Book? Buch. E-Book oder Hörbuch? E-Book. Bei Rot oder bei Grün? Grün. Rot oder Grün? Rot. Gelb oder Schwarz? Gelb. Laschet oder Scholz? Laschet. Scholz oder Baerbock? Scholz. Biden oder Putin? Biden. Benedikt oder Franziskus? Franziskus. Katholisch oder evangelisch? Evangelisch. Anglikanisch oder evangelisch? Evangelisch. Evangelisch oder evangelikal? Evangelikal. So, wir sind am Ende angelangt. Ja. Das ging ganz einfach. Sie haben kein einziges Mal weitergesagt. Ja. Sehr cool.
Und evangelikal ist genau der Begriff, wo ich jetzt nochmal nachfragen wollte, weil wir haben jetzt die weltweite evangelische Allianz. Dieser Weltartikel, der sie als Papst tituliert hat, der sprach von der weltweiten evangelikalen Allianz. Ja. Den gesamten Artikel über. Das ist ja dann faktisch falsch, oder? Ja, das ist einfach zurückübersetzt worden aus Evangelical. Ja. Ja. Und da liegt natürlich auch das ganze Geheimnis schon begraben. Ja, die evangelisch-lutherische Kirche in Amerika heißt Evangelical Lutheran Church in America. Ja. Ja. Wenn ich jetzt also zu entscheiden hätte, mal angenommen, ich hätte alleine zu entscheiden, ob die Deutsche Evangelische Allianz so heißt oder ob die sich in Deutsche Evangelikale Allianz, da brauche ich keine Sekunde drüber nachdenken, dass die Deutsche Evangelische Allianz heißt. Ja? Ich habe das in meiner Handover-Speech, also meiner Antrittsrede, nur 10 Minuten, als ich Generalsekretär, also bei den Feierlichkeiten... Die Ulrich Pazani ins Deutsche übersetzt hat auf ihrer Webseite, richtig? Das fand ich witzig. Die virtuell war, was war ich glücklich, also war ich dem Virus persönlich dankbar, dass wir gezwungen waren, die so modern zu machen, ja, weil das ist eine internationale Geschichte und ich wollte, dass man von überall teilnehmen konnte. Hm. Mein Vorgänger ist also in Honduras mit 200 anwesenden Leuten eingeführt worden. Da gibt es ein paar Fotos und das war's. Ja, also das fand ich von Anfang an komisch. Naja, jedenfalls. Und da habe ich genau das zum Thema gemacht. Die 1846, als sich Christen getroffen haben, um die Evangelische Allianz zu gründen, war ihr Ziel gerade nicht, eine neue Konfession aufzumachen. Mhm. Ja. Und etwas zu gründen, wo man jetzt sagt, also man ist Pfingstler, man ist Baptist, man ist katholisch, man ist evangelikal. Ja. Ja? Ja. Sondern ich habe das in meinem Handover dann etwas kreativ genannt. Es ging um die DNA des Christentums. Was ist das absolute Zentrum, was uns zusammenhält? Und dafür sind wir bereit, nehmen wir als Beispiel 1846, die Tauffrage hinten anzustellen. Ja, so, das ist die Voraussetzung. Pro Christ, Ulrich Pazani, Evangelische Landeskirche, Kindertaufe, Predigt, ja, und die Pfingstler schleppen ihre Leute dahin, obwohl die diese Taufauffassung ablehnen. Ja, so das ist, ja, die DNA ist die Botschaft. Ja. Dass Taufe ungeheuer wichtig ist, teilen alle, aber wie die im Einzelnen ist eben leider Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, ich weiß nicht, wo sie hingehört, ja. Und die Struktur der Kirche, es gibt die und die und die und die, aber wofür ist die Kirche da, um die Botschaft zu verkündigen? Mhm. Ja, so. Und insofern war also Evangelical erstmal eine Außenbezeichnung, die aus dem Antisklavereikampf kam, wo man diese Gruppe da, Evangelicals, war sogar eher eine politische Bezeichnung. Aber das waren also die Frommen, die da und Rabauts gemacht haben. Ja, ja. Und das beinhaltet, wir sind kein Verein, der eine Marke verkauft namens Evangelical. Das heißt, sollte der Begriff weiter derartig missverstanden werden und abgegriffen werden, gehört er aus dem Fenster geschmissen. Wir sind an dem Punkt nicht, weil das für den größten Teil der Erde gerade nicht gilt. Das heißt, an vielen Teilen der Erde ist der Begriff gerade dabei, eine viel positivere Bedeutung zu bekommen. Okay. Ja, im globalen, vor allem also, im globalen Süden. Könnte man nicht versuchen, so ein bisschen, ne, ich glaube, jemand, der das noch nie gehört hat, so, oder der sich, also ich kenne zum Beispiel auch keinen Christen persönlich, der sich selbst jemals als evangelikal bezeichnet hätte. Also von der einfach so. Ja, aber warte mal, Sie gehören zu irgendeiner Partei, Sie sind meinetwegen Grüner. Ja, ja. Sie stellen sich doch auch nirgendwo vor und sagen, ich bin Mitglied der Grünen. Nee, genau, deswegen wenn sich jemand fragt, sagen Sie, Sie sind Mitglied der Grünen, ja. Und wenn Sie Glück haben, weiß jemand, dass die Grünen eine Partei sind. Das setzen Sie stillweisend voraus. Der weiß, was eine Parteimitgliedschaft ist und so weiter und so weiter. Ja, ja. Ich meine, also genau, ich würde nur die Transferebene, die ich schaffen wollte, zu sagen, ist es so ein bisschen vielleicht vergleichbar zu sagen, ich bin Deutscher, das würde man im Ausland sagen, wo man herkommt sozusagen. Wenn man jetzt aber in einem anderen Kontinent ist, da würde man vielleicht sogar sagen, ich bin Europäer. Also sprich, in Deutschland selbst würde auch niemand sagen, ich bin Europäer. Ist das dieses, ich bin Europäer, ist das so vielleicht auf einer globalen Ebene im übertragenen Sinne eine Begrifflichkeit als evangelikal, dass man sagt, in dem also Moment... Also die ursprüngliche Bedeutung ist gewesen, evangelical ist ja evangelisch. Das war ja die Übersetzung davon. Evangelical heißt ja auf Englisch eigentlich nicht evangelikal, sondern evangelisch. Ja. Ist ja die englische Übersetzung. Ja. Ja. So. Aber es ist ja was anderes mit gemeint als protestantisch zum Beispiel.
Ja, aber protestantisch hieß ja auch mal was anderes als evangelisch. Ja, ja, okay. Das ist für uns jetzt heute identisch, aber ja, zu Zeiten des 30-jährigen Krieges waren das unterschiedliche Begriffe. Ja, ja? Ja. So. Es geht also nicht um den Begriff evangelikal, im Deutschen schon gar nicht, weil der jetzt eine Rückübersetzung ist. Ja. Ja? Dass man diesen englischen Begriff, der eigentlich evangelisch heißt, der in Amerika aber, der ursprünglich als Fremdbezeichnung für, Frau Merkel hat das so schön zum Ausdruck gebracht, als sie da mal Stellung zu nehmen musste, für mich sind Evangelikale besonders intensive Evangelische. Mhm. Ja, so. Das ist, was in England ursprünglich waren. Also die Frommen, die auf die Straße gingen, das waren die Evangelicals, die das Evangelium, die da ein bisschen besessen von sind. Ja? Ja, ja. Es wurde eine Bezeichnung, die sagt, das ist mir das Wichtigste. Mhm. Das heißt, und das würde ich auch heute noch sagen, ist so, ist eine Bezeichnung von Christen, die sagen, ihr könnt über Kirchenstruktur diskutieren, wie ihr wollt. Ich bin anglikanisch und Bischof, aber ich bin evangelikal und das heißt, es ist mir letztendlich wurscht. Ich arbeite mit jedem Brudergemeindler und mit jedem, der sagt, die Ortsgemeinde ist die letzte Instanz und ich weiß nicht was, ja, weil ich der Meinung bin, dass wir weder eine eindeutige Vorgabe, dass keiner weiß, wie die Satzung aussehen würde, die Gott selber schreibt. Und zweitens, weil ich einfach weiß, es hat noch nie wirklich darüber entschieden, ob eine Gemeinde gut ist oder schlecht. Mhm. Ja? Diese DNA war eigentlich, was ist die DNA des Christentums? Und zwar man überzeugt, das ist das Gospel, Evangel, ja? Das Evangelium. Mhm. So. Das Zweite, wovon man überzeugt war, das ist etwas, für das ein Mensch sich persönlich frei entscheidet. Und jeder Versuch, das in Frage zu stellen, ist falsch. Jeder Zwang, jeder, also ein ungeheuer Enthusiasmus, das zu verkündigen, überall in aller Welt, aber bitte ohne jeden Zwang. Die Evangelikalen sind von Anfang an für die Religionsfreiheit ihrer Kinder gewesen und das ist die extremste Form, die es gibt. Die Baptisten ganz offiziell und formell wieder. Ich will damit nicht sagen, dass es nicht schon baptistische Eltern gegeben hat, die mit allem schönen Baptismus ihre Kinder zwingen wollten. Alle Kinder mit 15 sind schon getauft und du bist noch nicht getauft oder sowas. Natürlich gibt's das, ja. Mhm. Aber vom Gedanken her ist der Gedanke, sobald die Kinder selber entscheiden können, was wir heute Religionsmündigkeit nennen, können und müssen sie selber entscheiden. Und wenn sie sich dann nicht für den christlichen Glauben entscheiden, werden sie auch nicht zwangsweise dazugerechnet. Und nicht witzigerweise ist das natürlich das Alter, was wir heute juristische Religionsmündigkeit nennen und auch in Stufen. So. Das andere Lager bei uns im landeskirchlichen Bereich kommt aus der Martin-Buzer-Ecke. Der hatte die Konfirmation dafür erfunden. Ja, die, mein Kindertäufer steht dafür die Taufe ja nicht zur Verfügung. Also hat er gesagt, genau im selben Alter gibt es die Konfirmation. Das heißt, der Jugendliche stimmt zu. Bestätigt. Genau. Aber wenn er es nicht tut, muss er auch nicht in der Kirche bleiben. Ja, und das ist die extremste Form von Religionsfreiheit, wenn man die nämlich seinen Kindern zugesteht. Was juckt die einen noch bei irgendjemand anderem? Es gibt eine dicke Habilitationsschrift in Deutschland, die nachweist, der ganze Streit mit der katholischen Kirche ging nicht darum, dass evangelisch-katholische sich so und so nicht mochten, sondern die katholische Kirche war der Inbegriff vom Gegenstück zur Religionsfreiheit. Nicht nur Staatskirche, sondern der Papst hat jedem Katholiken, der gewählt im Parlament gesagt hat, wenn du Katholik bist, hast du auf mich zu hören und nicht auf deine Partei oder irgendwie was. Und das ist mit ein Grund, warum in unserer Fassung so dick drin steht, dass jeder Abgeordnete seinem Gewissen folgt. Da denkt heute keiner mehr dran, dass das gerade auch für die Katholiken galt, dass die ihrem Gewissen folgen und nicht irgendeinem, die Chinesen, für die ist das bis heute eine Manie, die Angst, dass irgendjemand aus dem Ausland ferngesteuert sein könnte, die ist ja nicht völlig verkehrt bei Religionen. Ja? Und diese Religionsfreiheit wurde dann graduell von uns gepusht. Der gute Herr schreibt in seiner Habilitation, dass Europa bis heute den Evangelikalen ein großes Dankeschön schuldet, dass sie das gepusht haben. Dann eine Kirche nach der anderen. Irgendwann waren auch in Deutschland die Staatskirchen keine Staatskirchen mehr. Erst fanden sie das gar nicht lustig und waren dagegen. Nach dem Ersten Weltkrieg waren sie ja nun nicht mehr Landeskirchen, ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie es dann mit Begeisterung akzeptiert. Dann irgendwann zieht die katholische Kirche nach, 1964, glaube ich, ja. Und was die Katholiken machen, machen sie richtig. Erklären, Religionsfreiheit ist nicht einfach ein sinnvolles politisches Konzept. Es ist Teil unserer christlichen Überzeugung. Sag ich, aha, jetzt ist es plötzlich die DNA des Christentums. Es gibt uns gar nicht ohne. So,
In dem Moment ist aber das, was die 1846 gesagt haben, nicht mehr evangelikal, eigentlich auch nicht mehr evangelisch, es ist plötzlich wieder christlich. Und nichts anderes sollte es hier sein. So, und das sage ich jetzt auch. Evangelikale heißt oft, die sind konservativ in ihrem Umgang mit der Bibel. Man muss ja nur mal nüchtern sehen, es ging vor allen Dingen erstmal um die Auferstehung. Keiner 1846 hat daran gedacht, dass evangelikal mit der Frage zu tun hat, ist Jesus auferstanden? Das war so selbstverständlich, das haben alle geglaubt. Jetzt gibt's aber nur mal festgemacht am Namen Bultmann, aber das war ja nur das Symbol praktisch. Jetzt gibt's also christliche Theologen, die sagen, wir sind gerne Christen, ist alles ganz wunderbar, aber dafür brauchen wir die Auferstehung nicht, der ist nicht auferstanden. Die Evangelikalen haben es verteidigt und hatten weg, ihr seid die Ewiggestrigen, die das nicht akzeptieren können, dass wir auch die Bibel wissenschaftlich leben müssen. Wir haben nur das Empfinden gehabt, wir haben das gesagt, was wir immer gesagt haben. Es hat zu fürchterlichen Auseinandersetzungen geführt, die inzwischen wieder mehr und mehr abflachen, weil der Teil der Christenheit, der sagt, auf die Auferstehung, auf die historische, oder dass das historisch stattgefunden hat, kann man verzichten, immer kleiner wird. Und wenn ich an unseren jetzigen EKD-Ratsvorsitzenden denke, der ja nicht eine bibeltreue Theologie vertreten würde, sondern eine historisch-kritische Theologie. Mhm. Trotzdem ist der Unterschied, wenn man den danach nach der Auferstehung fragt, zitiert er Paulus und sagt, also wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist beim Christentum alles weg. Das Besondere, was wir haben, ist, dass aus Tod wieder Leben werden kann. Dass es nie zu spät ist und das haben wir nur, weil Jesus vorneweg. Unsere ganze Innovationskraft haben wir von dem Umstand, wir sind die letzten Optimisten, nicht die letzten positiven Propheten, sondern wir sind immer diejenigen, die immer noch glauben, dass aus dem Schlimmsten Gott wieder Leben erwecken kann. Ja, so. Ich will eine andere Problematik nennen, evangelikal. Also erstens, der Begriff bedeutet in jeder Sprache was anderes. In Lateinamerika, auf Spanisch und Portugiesisch bedeutet er Evangelico, evangelisch, die Evangelischen. Mhm. Ja? Man kann das sehr schön sehen, wenn dann in Brasilien die Zahlen kommen, wie viele Leute evangelisch geworden sind, dann schlagen unsere Zeitungen, wie viele evangelikal geworden sind. Ja. Und will ich nicht sagen, dass viele davon evangelikal geworden sind, aber die haben einfach von der Sprache keine Ahnung. In vielen Ländern ist nach wie vor evangelikal und evangelisch identisch. Und wenn ich in dem Land die Frage stelle, soll man den Begriff aufgeben? Dann so. In Amerika ist es oft jetzt ein Begriff geworden, der heißt, ich bin für Trump, mit dem Ergebnis, dass sich etwa die schwarzen Evangelikalen alle nicht mehr als evangelikal bezeichnen. Das schlägt selbst in den Umfragen durch, was ich dann zum Teil oberkomisch finde, wenn dann hier bei uns in Deutschland die christlichen Medien schreiben, 80% der Evangelikalen haben Trump gewählt. Ja, wie laufen die Umfragen? Die Leute werden gefragt, sind sie evangelikal? Und dann werden sie gefragt, wen haben sie gewählt? Und ganz viele, die nicht Trump wählen, sagen, ich bin nicht evangelikal. Das ist für die schon in der Frage drin. Ja? Und ich weiß, in Amerika wüsste ich auch nicht so ganz, ob ich diesen Begriff, Naja, ich glaube ehrlich gesagt, wenn ich jetzt einen Sprung mal nach Deutschland mache, ich glaube schon auch viele junge Leute würden auch sagen, ich kenne den Begriff wahrscheinlich eher aus den säkularen Medien, ja, die kritisch darüber berichtet haben. Ja. Und deswegen distanziere ich mich davon und sage, nee, sorry, dem Begriff. Aber da will ich sagen, also ja. Punkt eins, dann sollen sie ihn halt nicht benutzen. Ja. Es geht um den Inhalt, es geht um die Sache. Ich sag mal, der CVJM ist immer irgendwie mit der Allianz verbunden gewesen. Und der CVJM hat sich noch nie als evangelikal bezeichnet. Aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Ist immer mal wieder Thema gewesen. Und ich meine, zeitweise war ja Ulrich Parzani der Generalsekretär. Und das ist einfach so. So, dann kommt das Zweite, das darf man nicht vergessen. Unsere Leute kommen alle aus irgendwelchen Kirchen. Die entscheidende Frage ist, haben wir in diesen Grundsatzfragen, was die DNA des Christentums ist, genügend Grundlage, um zusammenzuarbeiten. Und ich will dann mal ganz praktisch, um 1900 hieß das, wer sich der Allianz angeschlossen hat, hat damit auch Ja zur Heilsarmee gesagt und damit zu einer frühen Form von Frauenordination. Seitdem es die Frauenordination auch offiziell gibt, sind Kirchen mit Frauenordination in der Evangelischen Allianz. Wer sich der Evangelischen Allianz anschließt, stimmt nicht für Frauenordination. Wir haben natürlich auch Kirchen, die dagegen sind. Aber er stimmt zu, dass die Frage nicht wichtig genug ist, um deswegen nicht gemeinsam das Evangelium zu verkündigen. Ja, und das heißt ganz praktisch, in der Allianz Gebetswoche haben also, sagen wir mal, die Methodisten haben also eine Pastorin und die ist dann in der Allianz Gebetswoche irgendwann dran. Und
ich kann nicht sagen, dass das überall so ist, aber ich habe es oft genug gesehen und predigt dann plötzlich in einer Gemeinde, die vehement gegen Frauenordination ist. Aber die sagt jetzt geht es um Allianz. Und in der Allianz akzeptiere ich, das entscheiden die Methodisten. Die Methodisten sind Christen, mit denen wir zusammen pro Christ und ich weiß nicht, was alles machen. Nur das, was die da machen, wie viele andere Sachen auch, würde ich in meiner Gemeinde nicht, ja. Weil da arbeiten wir fürs Evangelium zusammen und sagen bei einer Menge Sachen, wo wir, Taufauffassung ist ja nun ein heißes Eisen, ist ja nicht irgendwas. Mhm. Und trotzdem sagen wir, das ist vom Podest runter, das gehört nicht an die erste Stelle. Daran entscheidet sich das nicht. Wer der Meinung ist, die Tauffrage gehört in die erste Reihe, kann per Definition nirgendwo in der Allianz mitarbeiten. Mhm. Ja? So, das finde ich natürlich jetzt schick, dann zu sehen, dass nicht erst seit gestern, sondern seit 175 Jahren sich die Mehrheit dafür entscheidet, dann trotzdem zusammenzuarbeiten. Mhm. Und das tut die Mehrheit der nicht-evangelikalen Protestanten bis heute nicht. Mhm. Auch bei uns in Deutschland nicht. Das, finde ich, muss man sich bewusst machen. Und das ist eben auch der, ich sag mal ruhig so, der antifundamentalistische Zug bei uns. Wir haben eine Seite, wo wir also furchtbar eng sind. Da geht es um die DNA. Und natürlich muss man diskutieren, was ist denn diese DNA? Wir sind auch furchtbar eng, dass wir die DNA aus der Bibel haben. Ich bezeichne die immer als unsere Verfassung. Wir reagieren so, wie wenn jemand sagt, ach, was hast du denn da mit deiner Bibel, so wie ein Deutscher, wenn man sagt, das Grundgesetz sollte man mal aus dem Fenster schmeißen, reagieren die meisten Deutschen auch. Oh, das Grundgesetz, die meisten haben sie überhaupt nicht gelesen. Ja, wenn ich die frage, was steht in Paragraph 160, wissen die gar nicht, ob es so viele Paragraphen überhaupt gibt. Mhm. Ja, aber instinktiv sagen sie ja, wir wären doch gar nicht da ohne das. Wo kämen wir denn hin ohne das? Mhm. Ja, haben aber gleichzeitig eine doppelte Anti, ich nenne es mal fundamentalistisch, ich glaube, der Begriff ist da völlig fehl am Platz, aber Anti-Enge, nehmen wir mal Enge, ja? Anti-Enge, mhm. Nämlich erstens diese unglaubliche Weite, was wir theologisch alles bereit sind zu akzeptieren in unseren eigenen Reihen, weil es nicht in die erste Reihe gehört. Und zweitens, das ist ein ganz anderes Kapitel, 1846 haben sie gesagt, die Bibel ist bla bla bla, so das Übliche, was bei uns da drin steht, Gottes Wort und so weiter. Und dann, jeder Christ ist verpflichtet, selbst die Heilige Schrift zu lesen und zu beurteilen. Bisschen alt formuliert. Das heißt, wir haben als zweites Gegenstück, was andere so nicht kennen, eine unglaubliche Demokratie. Jeder Christ darf mitreden, wie er die Bibel versteht. Mhm. Und das ist das, was ich das Spannende finde. Eigentlich der Grund, warum ich am liebsten bei der Allianz bin. Das bin ich von klein auf in unserer Gemeinde gewohnt. Wer das nicht will, soll nicht Pastor werden. Ja, dass er begründen muss, wie er denn jetzt eigentlich dazu kommt, weil jeder das Recht hat, die Bibel selber zu studieren. Und das ist auch der Grund, warum ich die Sicht ablehne, die bei uns im Lande im Moment gerade so am Rasieren ist. Wir waren uns immer so einig und jetzt kommen da rechts und links lauter Rückfragen, alles wird in Frage gestellt und jetzt also, wir dulden so viel. Die Allianz hat immer davon gelebt, dass sie nie riesen Bandbreite geduldet hat. Und auch als wir noch nicht 600 Millionen waren, weil es noch nicht so viele Menschen gab, waren unter den zig Millionen immer welche, die irgendwelche Themen aufgeworfen haben. Und als die Pfingstler anfingen, haben alle geschrien, das ist die Häresie pur. Heute sagen die Nicht-Pfingstler, naja, nicht mein Stil, aber Christen sind es auf jeden Fall. Also ich mache es jetzt mal super kurz. Ja, aber und diese Sachen, die hat es immer gegeben, als die Frauenordination kam. Ich habe gesagt, wie das heute gelöst ist. Das ging natürlich nicht über Nacht. Ja, und ich könnte eine ganze Menge Themen nehmen. Ich finde faszinierend, dass gerade, wo wir eine derartige Debattenkultur haben und keinen Vatikan haben, am Ende in bestimmten Grundsatzfragen mit einer riesigen Zahl von Menschen mehr Einheit einstellen, als es der Vatikan je erträumen kann. Mhm. Wo das ja nur von oben runter gesagt wird, ob es die Leute wirklich glauben, ist, also ich würde ja gar nicht sagen, ob es die Leute glauben, ob es die Pfarrer selber schon glauben, hat man damit ja noch lange nicht im Griff. Und das finde ich bei uns faszinierend, wenn ich weltweit unterwegs bin, Leute, die ich noch nie gehört und gesehen habe. Und deswegen bin ich zutiefst davon überzeugt, das ist kein konfessioneller Grundbestand. Das ist auch nicht so, weil wir das formuliert haben, sondern das ist wirklich ein Kernbestand, den Gott selbst, den der Heilige Geist Menschen, die Christen werden, ins Herz schreibt. Mhm. Ja, das finde ich faszinierend, dass wenn man die Sache eben völlig freigibt und jeder mitreden kann, am Ende eben tatsächlich dieser harte Kern immer wieder neu rauskommt. Und das ist für mich die große Chance der evangelikalen Bewegung, nennen sie so oder nicht, ja, ja, dass wir immer schon davon gelebt haben
und das für uns eine Dauerdiskussion auch in den sozialen Medien etwas völlig Selbstverständliches ist, wo ich sagen würde, weltweit wird über die Schiene heute mehr Evangelium verkündigt als über irgendeine andere Schiene. Und sie ist auf uns zugeschnitten, weil wir davon überzeugt sind, Evangelium heißt Zeugnis geben. Altbackener Begriff. Aber was ist am Zeugnis das Besondere? Ein Zeugnis hat eigentlich zwei Sachen. Es gibt nämlich einmal etwas, was ich bezeuge, und da sind wir überzeugt, am Ende das Evangelium ist eigentlich immer dasselbe. Ja, und das haben wir irgendwie da aus der Bibel und das können wir mal so rum, so, aber irgendwie, da sind wir also irgendwie ein bisschen starr. Mhm. Zeugnis heißt aber immer noch auch, es gibt einen Zeugen und es ist irgendwie mit seinem Leben verbunden. Das heißt, ich kann dieses Ding da, was ich sagen will, das Evangelium, nie endgültig formulieren und sagen, es muss jetzt nur noch vorlesen. Sondern Zeugnis heißt, ich verbinde jetzt, was hat das mit meinem Leben zu tun. Dann wird es was. Und wir sind eben davon überzeugt, das ist nicht eine Marotte, in der wir recht gut sind, sondern das ist wirklich auch mit diesem Begriff gemeint. Und Billy Graham ist die Ausnahmesituation, nicht verboten, aber es ist die Ausnahmesituation. Wobei auch das ja so ist, bis hin in den Inhalt seiner Reden, dass da einer nur vor ein bisschen vielen Leuten Zeugnis gibt. Aber macht auch letztendlich nichts anderes, was das für ihn bedeutet. Er hat ja nicht aus einer Dogmatik vorgelesen. Und das ist für mich gerade... Also Sie meinen Großevangelisationen, ja, in dem Sinne wäre eine Ausnahme. Ja, wo einer redet und so. Tausende sitzen dabei und... Das, was viele so als Berufsbezeichnung Evangelisten nennen würden. Ja, so. Das ist die Ausnahmesituation. Die Standardsituation ist Gespräch, ist Dialog. Ja. Und die sozialen Medien, das Internet, die Sachen geben uns heute die Möglichkeit, mit mehr Menschen denn je zuvor zu kommunizieren. Mhm. Ja. Muslime in irgendeinem Land, die vor 50 Jahren nie einen Christen zu Gesicht bekommen hätten, kommunizieren plötzlich mit uns über alles Mögliche und Unmögliche. Und man kann Freundschaften schließen, wo die früher völlig undenkbar waren, über alles diskutieren und das heißt eben auch über Religion diskutieren, die ja bekanntlich, zeigen ja alle Untersuchungen im Internet, in allen Debatten einen ungeheuren Anteil hat. Und das, finde ich, ist für uns als Evangelische Allianz eine super Botschaft, weil das immer unsere Stärke gewesen ist. Nicht irgendwie institutionell Hierarchie. Ich akzeptiere, dass wir wegen der Größe auch eine politische Aufgabe oder ich weiß nicht irgendwas haben, ja. Aber dieser Grundpunkt, dass es unseren Glauben nur im Paket mit dem realen Leben eines Menschen gibt, Stichpunkt Zeugnis, ist eine ungeheure Stärke, wenn man in den sozialen Medien unterwegs ist, weil das ja gerade eins der Kennzeichen ist, das hat irgendwas mit mir zu tun. Prinzipiell ist das eine super gute Botschaft und einer meiner Sachen zum Beispiel beim Coronavirus war immer, Christen zu ermutigen, jetzt hast du die Chance, mit deinen Nachbarn virtuell zu reden. Wenn du irgendwie deren Zugang hast, den Nachbarn anzurufen und zu sagen, können wir mal über was quatschen, das ist unfein, macht man unserer Kultur nicht. Wenn man das nicht vereinbart hat oder man sich schon getroffen hat oder was weiß ich, aber den kalt anrufen und sagen, ich bin der Nachbar, ich möchte mal über, ja, jetzt haben wir plötzlich die Möglichkeit, den Nachbarn schlicht und einfach virtuell zu fragen, wie geht's dir, wie kommt ihr damit klar, ja, kann ich euch bei den Kindern helfen, das muss ja furchtbar sein, dass die jetzt schon wochenlang nicht raus durften, war am Anfang und so, ja. Das finde ich also eine super Gelegenheit. Ich bin auch überhaupt kein Freund von dem Gedanken, dass also das Virtuelle die soziale Beziehung zerstört. Man kann das dafür nutzen, ja. Aber ich habe zwei voll erwachsene Kinder, also ich will sagen zwei erwachsene Kinder, die voll im Beruf stehen und alles andere zu tun haben, als an mich zu denken. Und dank der sozialen Medien haben wir jeden Tag Kontakt, ja. Ein gewaltiger Unterschied zu meinen Eltern. Zu meinen Eltern hatte ich im Alter, wo jetzt meine Kinder waren, ja, wir sind Weihnachten mal nach Hause, ich war mal telefoniert. Aber das Ergebnis war, man hat natürlich nur Highlights erzählt. Mhm. Ja, nur etwas, was ganz furchtbar war oder wo man stolz drauf war, hat man stichwortartig das erzählt. Was ich an dem Kontakt heute liebe, meine Kinder schicken mir die unwichtigsten Sachen irgendwie rüber oder irgendwas, ja. Und daraus formt sich ein Bild, wie es ihnen geht, was sie so machen und umgekehrt natürlich genauso. Ich schicke ihnen ja nicht die Pressemeldung der WEA weiter, was ich so mache, ja, sondern also ich finde das schick. Ja. Mhm. Meine Eltern leben leider nicht mehr, aber als die beide bettlägerig waren im Heim, haben wir ihnen Schirme an die Wand gestellt, bei den Enkelkindern Kameras aufgestellt
Und zeitversetzt haben sie dann immer eine Stunde dem Enkelkind zugeguckt, dann kam eine Stunde das nächste dran. Ja. Und die haben derartig mit Familie mitgelebt, wie das früher völlig undenkbar gewesen wäre. Ja. Das finde ich eine ganz große Chance für Christen heute. Ja, ich würde mal genau hier kurz reingrätschen. Also dieses vom evangelikalen Begriff her kommend, ich glaube, wir haben das auch da nochmal ganz gut präzisiert und nochmal klargestellt, in welchem Kontext dieser Begriff tatsächlich seine Daseinsberechtigung hat oder verstanden werden kann, wie unterschiedlich er verstanden werden kann. Ich fand den Gedanken, den nehme ich auf jeden Fall mit, sehr spannend, wo Sie gesagt haben, naja, es gibt ja auch den Begriff Dreieinigkeit zum Beispiel, den wir so jetzt explizit in der Bibel gar nicht finden, der aber jedem von uns als Christen irgendwie klar ist und einleuchtet, dass alle drei irgendwie zusammen Gott sind. Und genau in diesem Duktus sozusagen zu sagen, es gibt den Begriff evangelikal, der auch wie die Dreieinigkeit uns ins Herz geschrieben ist sozusagen, den wir, wenn wir zum Glauben kommen, entdecken dürfen. Das nehme ich jetzt mal so mit und quasi unterstreiche das einfach nochmal so als anregenden Gedanken. Finde ich voll spannend. Ich habe eigentlich zum beruflichen Werdegang hätte ich noch einige Fragen. Wir sind zeitlich leider ein bisschen aus dem Rahmen, aber deswegen würde ich das, glaube ich, gerne überspringen. Dann machen wir ganz kurze Pause, genau. Das war der erste Teil mit Professor Thomas Schirmacher. Und im zweiten Teil sprechen wir über alles rund um Familie, Eltern, Kindheit und Ehe, also die eher persönlichen Ebenen jenseits von Beruf. Wobei natürlich will ich von ihm auch wissen, wie er das alles mit seinem Beruf unter einen Hut bekommen hat. Mich jedenfalls, und das kann ich ganz offen sagen, hat er bei manchen Antworten und scharfen Beobachtungen durchaus überrascht. Ihr dürft also gespannt sein. Und wenn ihr dazwischen mal kurz durchatmen wollt, dann schaut doch mal bei idea.de vorbei. Da findet ihr alle Idea-Inhalte und Kanäle im Überblick. Zum Beispiel den noch recht jungen Instagram-Kanal mein.idea oder den Telegram-Kanal Idea Heute oder den wöchentlichen Newsletter Pankhaus Post von Idea-Leiter Matthias Pankau. Und. Und natürlich freue ich mich wie immer über eure Rückmeldungen auch zu dieser Folge. Schreibt mir gerne an podcast@idealisten.net. Und vergesst bitte nicht, diesen Podcast zu folgen, um keine neue Episode zu verpassen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Vor allem deshalb, weil mich interessieren würde, welche der beiden so unterschiedlichen Thomas Schirmacher-Folgen euch mehr angesprochen hat. Bis dahin, euer Daniel.